erschienen sind und dass generell so großes Interesse an der Veranstaltung herrscht. Heute wird nicht, wie in unserer Kampagne oft erwähnt, wird gesudert, sondern vor allem diskutiert. Und das mit den Kandidatinnen und Kandidaten, die am 10. März zur Bürgermeister- und Bürgermeisterinnenwahl und zur Gemeinderatswahl antreten. Kurz zu uns, wir sind Elia Marie Radauer, der Sebastian Panasch und ich bin die Mira Schwab. Wir sind drei Schülerinnen und Schüler der HTL Salzburg und haben im Rahmen unseres Diplomprojektes die Kampagne Turne zudern, geh wählen ins Leben gerufen. Bei dieser Kampagne kämpfen wir für eine hohe Wahlbeteiligung unter euch Jugendlichen und wollen zeigen, was mit Wählen alles möglich ist. Viel Spaß! Heute geht es jedoch nicht um uns, sondern um euch und die antretenden Fraktionen. Wir bitten Sie nun, Ihre Kampagne und sich selbst kurz vorzustellen innerhalb einer Minute mit dem Fokus auf Jugendlichen. Sie können dazu vorkommen zum Podium, bitte einfach. Ja, brennt eigentlich schon. Sonst kann ich das andere. Jetzt geht's? Ja, wunderbar. Ja, mein Name ist Kai Michael Dankl. Ich kandidiere für die Liste KPÖ Plus. Ich bin in Salzburg aufgewachsen, bin in die Volksschule Gniegl gegangen, dann in die BAG Akademiestraßen, habe dann ein paar Jahre in den USA gelebt, weil meine Mutter da gearbeitet hat und habe da eigentlich so mein politisches Interesse entwickelt. Also ich war 4 Jahre in Arizona und habe halt mitgekriegt, wie es ist in einem Land, wo einerseits Kriege geführt werden, wo aber zum Beispiel junge Leute, wenn sie studieren wollen, Kredite von Hunderttausenden Euro aufnehmen müssen, die sie ihr Leben lang abbezahlen. Und wenn sie die Kredit abbezahlt haben, können schon wieder sparen, damit ihre Kinder sich ein Studium und einen guten Job irgendwann leisten können. Und das war für mich klar, ich möchte nicht, dass es in Österreich auch so wird, obwohl die Richtung in die Richtung geht. Und ich möchte irgendwie politisch was machen. Und ich bin eben bei der Liste KPÖ Plus dabei, weil wir gesagt haben, es braucht in Salzburg, wo seit Jahrzehnten immer von leistbaren Wohnen, Stauchaos, mehr Chancen für junge Leute die Rede ist, aber nie was passiert, da braucht es eine kritische Stimme im Gemeinderat, die einmal sagt, was nicht passt, die aufzeigt, wie Sachen besser machen, gemacht können und die versucht, einfach eine soziale Opposition zu bringen. Okay, eine Minute ist vorbei, also genau. Jede Person hat eine Minute Zeit. Danke. Lieber Himmel, da geht's streng zu. Also mein Name ist Thomas Schauriger, ich kandidiere für die FPS Salzburg-Stadt. Ich bin 44 Jahre alt. Für mich ist es heute auch das erste Mal, da auf so einer Podiumsdiskussion zu stehen. Ich bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, das merkt es nicht allzu stark. Der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, ist ein relativ einfacher. Ich wollte nicht nur sudern, das ist ja heute auch irgendwo ein Thema. Ich wollte aktiv was verändern, ich wollte aktiv was tun. Aber gewisse Dinge in der Politik nie verstanden. Ich habe nie verstanden, warum es rechts gibt, warum es links gibt. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, vielleicht ähnlich. Für mich gibt es eine fundierte Sachpolitik. Und ebenfalls, was mir wichtig ist, ist, euch, also unsere Bürger, einzubinden. Wir wollen eine direkte Demokratie. Ich glaube, das ist das, also ein Politiker entmachten und dem Volk die Macht zurückgeben. Und Thema auch, was wir gehabt haben, ist die Jugend. Also warum steht da rum Jugend? Ich habe selber eine 11-jährige Tochter und ich möchte, dass meine 11-jährige Tochter mal eine Wohnung kriegt. Ich möchte mal, dass sie in einem Salzburg wohnen kann, das sicher ist. Und ich möchte, dass sie in dem Salzburg, das ich selber wunderschön finde, ebenfalls wohlfühlt. Danke. Ja, grüße euch. Erstmal voll cool, dass so viele junge Menschen da sind. Das heißt ja immer, die Jungen interessieren sich nicht für die Politik. Ihr seid der Beweis, dass es anders ist. Ich bin der Bernhard Auinger, habe am Montag meinen 45. Geburtstag, bin in dieser Stadt geboren, bin verheiratet, habe meine jetzige Frau sehr jung mit 18 kennengelernt, habe 2 Kinder, sind 12 und 14, also die Ältere eigentlich schon wahrscheinlich in dem Alter, fast so wie ihr, also fast mit 14. Und insofern treibt mich die auch, was sind die Jugendthemen. Und ich glaube, Salzburg ist eine coole Stadt mit hoher Lebensqualität, aber es braucht mehr Räume, wo sich die Jugend auch entfalten kann. Leider sind die öffentlichen Grillplätze wieder verboten worden. Mein Motto ist, mehr ermöglichen, weniger verhindern. Dafür stehen wir und auch dieser Ort hier, den ihr heute gewählt habt für die Veranstaltung, die Stadtbibliothek, glaube ich, stolz zu sagen können, hätte es ohne die SPÖ nicht gegeben. Ein Ort der Bildung, ein Ort der Begegnung, eine tolle Stadtbibliothek mitten in Lehn. Ja, und dafür trete ich an für mehr Räume. Danke. Danke.
Ja, hallo, das ist echt ein toller Anblick. Ich habe schon viele Jugenddiskussionen mitbekommen, aber selten waren so viele da. Danke, dass ihr da seid und danke, dass ihr das auf die Beine stellst. Das ist wunderbar. Mein Name ist Martina Berthold, ich bin von der Bürgerliste von den Grünen, bin seit 30 Jahren in Salzburg, bin zum Studieren hergekommen und hängen geblieben in dieser wunderschönen Stadt. Eine Stadt, die ich kenne vom Feiern, vom Fortgehen, vom Studieren, vom Radlfahren. Und das ist das, was wir euch bieten wollen. Wir wollen, dass es eine weltoffene Stadt ist. Wir haben uns jahrelang eingesetzt für freie Kulturszene, fürs Rockhaus, fürs Jazzit, für die Arge, für die Almwelle. Wir setzen uns dafür ein, dass wieder die Verbote, die Grillverbote wegkommen, weil es braucht einfach einen öffentlichen Raum, wo ihr ohne Konsumzwang euch treffen könnt. Und wir stehen ein für einen guten öffentlichen Verkehr und auch für Busse, die in der Nacht noch fahren, sodass ihr vom Fortgehen auch noch gut heimkommt. Das ist unser riesengroßes Anliegen. Ich selber bin verheiratet in der Stadt Salzburg, lebe mit meinem Mann zusammen, habe einen kleinen Garten, genieße es, diese Stadt zu erfahren, mit dem Radl zu erklettern, bin viel unterwegs und freue mich jetzt auf eine spannende Diskussion mit euch. Dankeschön. Bevor es weitergeht, es sind da noch einzelne Plätze, weil doch ein paar stehen müssen und es sind Picknickdecken da für die, die am Boden sitzen wollen. Also dass man sich einfach nur, wenn ihr wollt, könnt ihr euch da noch gern hinsetzen. Also morgen, mein Name ist Lukas Rössluber, ich bin von den Neos, bin 25 Jahre alt. Ich würde mich beschreiben als echter Klassiker, ich habe keine besonders gefährlichen Hobbys oder dergleichen. Ich liebe meine Freunde, meine Familie und ich liebe die Politik. Und so kommt es, dass ich heute seit 2014 mit 20 in den Gemeinderat eingezogen bin und habe dort natürlich sehr viel an Erfahrungen dazu gewonnen. Und das, was mich politisiert hat, war die Idee oder die Überlegung, dass einfach viel mehr gehen würde. Und das merke ich jeden Tag. Es würde mehr gehen, wenn wir es machen wollten. Aber dann gibt es oft von den einen Parteien, wenn da eine gute Idee kommt, wird die sofort abgeschmettert, nur weil es von der anderen ist. Und was wir dann heute auch erleben werden, wovon ich ausgehe, ist, dass wir sudern werden, dass wir da herum sudern werden. Die Wohnen ist so teuer und der Verkehr ist so teuer und weiß ich nicht, was noch alles. Und das sind aber, und dann werden die Projekte präsentiert von genau denen, die seit Jahrzehnten dafür verantwortlich sind, dass es eben genau dazu kommt, dass wir sudern. Und ich glaube, das gehört einmal abgestellt und deswegen trete ich Dankeschön. An. Dankeschön. Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist Harry Breuner, bin hier in der Stadt geboren, bin noch 59, werde heuer einen runden Geburtstag feiern im August. Bin in die HTL gegangen in Salzburg, Maschinenbau, allerdings hatte ich noch das Vergnügen, in die alte HTL, in die alte Gewerbeschule am Rudolfskee zu gehen. Da waren die Möglichkeiten in der Innenstadt natürlich toll. Bin dann nach Graz gegangen studieren und habe Graz kennengelernt, das ist unheimlich aufgeweckte, tolle, junge Studentenstadt. Und wie ich dann zurückgekommen bin, hat sich schon langsam auch hier bei uns etwas in diese Richtung entwickelt. Ich bin in den letzten Wochen sehr viel unterwegs gewesen. Ich bin fasziniert von diesen tollen, jungen Start-ups, die wir in Salzburg haben, die keiner kennt. Ich war gerade gestern wieder bei einer in der Schanengasse mit 20 jungen Leuten, alle zwischen 20 und 30. Wir reden alle nur mehr Englisch, kommen aus allen Herren Ländern. Fühlen sich einfach pudelwohl in Salzburg. Der eine geht in der Früh am Geisberg, der nächste rennt am Untersberg am Abend. Sie haben einfach einen Riesenspaß, haben die Schanze vor der Tür, finden Salzburg glas, cool und lässig. Nach 3-4 Jahren sagen sie, jetzt wollen sie woanders hin. Dann haben die schon in Wien ein Büro aufgemacht. Also das gefällt mir wahnsinnig, dass junge Leute sich toll bei uns entwickeln können. Danke. Dankeschön. Also zuerst einmal vielen, vielen Dank, dass wir heute alle da sein dürfen und vor allem, dass ihr euch für uns Politiker Zeit nehmt. Ich bin die Julia Schmitzberger, bin 24 Jahre alt und kandidiere für die FPÖ. Und wenn ich so in die Runde schaue, dann weiß ich, warum ich gestern mit unserem Bürgermeister und Spitzenkandidaten diskutiert habe und gekämpft habe dafür, dass ich als junge Politikerin da heute da sein darf, weil ich echt glaube, dass ich euch oder ihr mich, also dass wir uns am besten verstehen. Und ich möchte für Salzburg einfach mehr live. Ich finde es immer ein bisschen kompliziert, sich die ganzen Reden von den Politikern zu merken. Deshalb habe ich mir eine Abkürzung überlegt. Und zwar L wie leistbar, lebenswert und lässig. I wie innovativ und ideenreich. V wie Vergünstigungen und einen gescheiten Verkehr. Und E wie Einrichtungen und endlich Events für junge Leute. Und jetzt bin ich unter der Minute. Dankeschön.
Guten Morgen, ich bin der Christoph Ferch, Liste Salz, bin Salzburger, bin seit 1985 glücklich verheiratet, habe 4 erwachsene Kinder, davon mit allen, also von Schulverweigerung bis Troubles im Studium, alles gemeinsam durchlebt und kenne daher auch die vielen Anliegen und Probleme der Jugendlichen. Unsere Liste Salz ist eigentlich entstanden aus einem Protest gegen ein Bauprojekt. Wir sind eine Bürgerinitiative, die in die Politik gegangen ist. Und wir sind aus dem Grund auch wirklich parteiunabhängig. Das, was der Lukas Rösselhuber gesagt hat, stimmt wirklich. Es ist so, dass jede Partei gute Ideen hat, aber wenn eine gute Idee hat, muss die andere reflexartig dagegen sein. Und wir können gute Ideen verstärken, egal von wem sie kommen. Es gibt, und das hat man in den letzten 5 Jahren gesehen, ich bin 5 Jahre im Gemeinderat, haben wir auch bei jeder Partei einmal etwas forciert und zugestimmt. Dankeschön. Es ist nicht so, dass wir nur Farbdenken haben. Hallo, grüß euch. Ich bin die Hartwig Schuhe Rothschädel. Ich bin Landschaftsarchitektin, Raumplanerin und Grafikerin. In meiner Freizeit kümmere ich mich um Flüchtlinge und helfe ihnen dabei, dass sie sich selbstständig machen, sprich Firmen gründen können. Weiters bin ich engagiert in der Gruppe Bedingungsloses Grundeinkommen und habe die letzten 3 Jahre mich engagiert gegen Globalisierung und gegen die Konzernhandelsabkommen, weil sie unsere Wirtschaft kaputt machen, weil sie unsere Umwelt zerstören und weil sie Migrationsströme hervorrufen. Ihr, die da sitzt, euer Problem ist nicht der Verkehr, euer Problem ist, dass ihr in eine Schule geht, die euch nicht vorbereitet auf dieses Leben, dass ihr Schularbeiter sitzen bleibt, dass ihr Schularbeitenfächer habt in Fächern, die nicht wirklich wahnsinnig relevant sind für euer späteres Leben, dass ihr Dinge lernt, die nicht relevant sind in eurem Leben. Ich möchte, dass ihr selbstbestimmt leben könnt, deshalb setzen wir uns ein für Demokratie, deshalb setzen wir uns ein für Jugendstadtteilräte, die ein eigenes Budget haben, die selbst entscheiden können, wo Projekte entstehen, wo Raum entstehen soll für euch. Dankeschön. Und die wollen, dass ihr auch später euch nicht mit 13, 14 überlegen müsst, wie ihr euren Lebenslauf tunen müsst, damit ihr irgendwann mal eine Arbeit habt. Danke. Also wir bedanken uns mal, dass ihr euch so knapp vorgestellt habt. Und wir sind jetzt nicht hergekommen heute, um eine klassische Podiumsdiskussion zu machen, weil es gibt sie überall. Wir haben uns heute etwas bisschen Dynamischeres überlegt. Wir haben das in 3 Teile geteilt. Im ersten Teil werden jetzt die Politikerinnen und Politiker in 3 Dreierteams gelost und dann werden Fragen gestellt zu Themen, die von euch angeregt wurden im Vorhinein. Die Antworten müssen dann die Politikerinnen und Politiker auf einen Zettel schreiben und die sind dann am Ende vom Timer, das sind 90 Sekunden, hochhalten und danach lösen wir dann diese Frage eben auf. Im zweiten Teil greifen dann diese Themen, um die es da gegangen ist, wieder auf und dazu gibt es dann eine normale Podiumsdiskussion. Jetzt werden die Teams ausgelost und falls es keine Fragen mehr gibt, gehen wir gleich über zum Quiz. Also wir bitten dann die gleichen Zahlen zusammenzugehen, also hier bitte die 1er, die 2er und die 3er, so wie in der Schule immer in Turnen. Und am besten gleich das Namensschild mitnehmen bitte, dann müssen wir das nachher nicht mehr zurechtrücken. Eins ganz da, 2 in der Mitte und links da rechts, 3 da drüben. So, bitte sehr. Liste 2. Und dann schon mal 3er. Für die 3er machen. Papier. Thank you.
Gut, dann gehen wir gleich über zum ersten Thema. Öffis sind für Jugendliche oft die einzige Möglichkeit auf Mobilität. Jetzt ist unsere Frage, wie hoch sind die Kosten für Schülerinnen und Schüler in Salzburg mit der Super School Card zu fahren im Vergleich zum Top-Jugendticket in Wien? Wir bitten um den Preisunterschied. Ihr habt 90 Sekunden Zeit. Alle Gruppen. Also wir bitten eben um den Preisunterschied und am Ende, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann alle gleichzeitig hochheben die Antwort. Aber Sie sehen uns im Wie viel das Ticket wirklich kostet? Die Super School Card in Salzburg für ein Jahr und das Top-Jugendticket in Wien auch ebenfalls für ein Jahr. Bitte nicht googeln, das ist Schummeln. Es ist wie in der Schule, es ist Handyverbot. Es sind noch 5 Sekunden. So, dann bitte mal um die Antworten. So, einfach die Zettel so hochhalten, bitte. Also, was haben wir einmal da hinten? Haben wir bei der Gruppe 3 plus 30 Euro bei der ersten Gruppe. Also da haben wir 90 Euro Jahresticket für Salzburg und die Gruppe 2, 70 Euro kostet es in Salzburg oder in Wien? Das ist leider falsch. Also die Super School Card in Salzburg für das ganze Bundesland Salzburg kostet pro Jahr 96 Euro. Das Top-Jugendticket für das Bundesland Wien, Niederösterreich und Burgenland kostet 70 Euro. Gut geschätzt. Kommen wir zur nächsten Frage. Auch bei der nächsten Frage dürfen Sie ebenfalls wieder schätzen. Wie viele Jungwählerinnen und Jungwähler zwischen 16 und 26 Jahren gibt es in der Stadt Salzburg? Sie haben wieder 90 Sekunden Zeit. Also man sieht, es haben sich alle Politikerinnen und Politiker mal damit beschäftigt, wie viele Jugendliche es wirklich bei uns gibt und die Einladung gelesen. Außer sie haben sich auch wirklich vorbereitet für heute. Das finde ich mal gut zu machen. Genau. Kommen wir zur letzten Frage im Quiz. Nach dem Fortgehen stellt man sich ja oft die Frage, wie komme ich jetzt nur heim oder wie viel Restgeld habe ich jetzt eigentlich nur nach dem Fortgehen? Und Gott sei Dank gibt es für dieses Dilemma Bustaxis. Solche gehen aufs Land und auch agieren auch innerhalb der Stadt. Und die Frage ist jetzt, wie viel kostet der Bustaxi aufs Land, zum Beispiel nach Matze, und wie viel kostet der Bustaxi innerhalb der Stadt, zum Beispiel zu den Salzachseen?
Haben schon alle Gruppen eine Antwort? Also, was haben wir da drüben? Aufs Land 15 Euro, in der Stadt 5 Euro. Da haben wir aufs Land 3,60 Euro, in der Stadt 2,80 Euro. Pro Person. Pro Person. Und in der Mitte haben wir 4,50 Euro in der Stadt, das stimmt schon in der Stadt. Und 7,50 Euro im Land, aber da sind es ebenfalls 4,50 Euro. Wenn man jetzt aber vergleicht, wie weit ich jetzt fahre, nach Matzi fahre ich zum Beispiel 22 Kilometer in etwa und in der Stadt fahre ich jetzt, wenn wir zum Salzachsee fahren, eben 4 bis 7 Kilometer. Und da wäre eben vielleicht noch die Frage, ob man das vielleicht ändern könnte, dass es in der Stadt noch ein bisschen billiger wäre. Jetzt, danke sehr. Genau, nun kommen wir zur klassischen Podiumsdiskussion. Eigens für diese Diskussion und auch für die Wahl haben wir in der Stadt Suderkästen aufstellen lassen, in denen ihr eure Probleme oder Dinge, die euch an der Stadt stören, einwerfen habt, Kinder, und auch jetzt nur einwerfen könnt, dann nachher beim Ausgang. Und aus diesen Suder-Themen quasi haben wir ein paar Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten formuliert. Also viele Leute aus unserer Umgebung sagen oft, sie sind nicht froh, wenn sie aus der Stadt wegziehen können, sobald sie mit der Ausbildung fertig sind. Und Salzburg ist eigentlich eine sehr schöne Stadt und sollte auch für uns junge Leute eine attraktive Stadt sein und bleiben. Und wir Jugendliche sind eben die Zukunft dieser Stadt. Und wenn jetzt die ganzen Jugendlichen wegziehen, gibt es unsere Stadt irgendwann nicht mehr. Und es sind immer mehr Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt. Und Herr Bräuner, Sie sind derzeit der Bürgermeister unserer Stadt und kandidieren auch jetzt wieder. Und falls Sie jetzt wieder Bürgermeister werden, was haben Sie in den nächsten 5 Jahren jetzt für uns Jugendliche geplant, im Speziellen? Die Frage richtet sich in der Folge natürlich an alle Kandidatinnen und Kandidaten. Ja, wir haben für den Jugendlichen, was den Freizeitbedarf betrifft, einiges geplant. Das eine wird ja gleich mal fertig werden. Das ist eine sportliche Aktivität, was das Baden betrifft. Wir haben im Volksgarten, den wir gerade nächstes Jahr neu gestalten werden, einige Attraktivitäten mit eingebaut, und wir wollen natürlich auch versuchen, und da sind wir gerade dabei beim Projekt Rauchmühle, neben der freien Kulturszene auch Möglichkeiten zu schaffen für neue Start-ups, denn das ist eine fantastische Szene, die sich bei uns in der Stadt entwickelt hat, wo junge Menschen einfach kreativ beginnen zu arbeiten, wie ich schon vorher angeschnitten habe, und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, und da ist das Angebot auch da, und vor allen Dingen die Nachfrage ist da. Also uns geht es hauptsächlich darum, dass wir die jungen Menschen hier in der Stadt halten, damit sie hier ihren Beruf beginnen können, eine Ausbildung beginnen können oder nach einer Ausbildung auswärts gerne wieder zurückkommen und hier einfach weiterarbeiten. Denn ohne junge Menschen stirbt die Stadt aus, und das, glaube ich, kann für niemanden interessant sein. Wir brauchen euch dringend, und deswegen versuchen wir, diese Angebote weiterzuentwickeln. Danke. Geben wir gleich das weitere Mikrofon. Ja, ich glaube, in erster Linie wird es so sein, dass die Jungen wirklich hier wohnen können müssen. Es geht ja nicht darum, dass sie nach Lochen oder irgendwo nach Oberösterreich ziehen, sondern dass ihr hier bleiben könnt. Und wir haben vor knapp einem Jahr ein Projekt vorgestellt mit einer Architektin, die in Holzbauweise Häuser baut mit 11 Wohnungen. Und diese Häuser mit 11 Wohnungen wären so günstig, also mit einem Errichtungskosten von 1.500 Euro oder unter 1.500 Euro, dass man wirklich günstige Mieten machen kann. Und unser Ziel wäre es nur für junge Leute, weil für die anderen gibt es ja, weiß nicht, die Gemeinnützigen und was anderes, aber nur für junge Leute ein Modell zu machen, wo die Stadt selber ihre Gründe verwendet und diese Häuser drauf baut. Und wenn Kitzbühel das kann, dann frage ich mich, warum Salzburg das nicht können soll. Kitzbühel ist ein noch teureres Pflaster als Salzburg, und da stellt der Bürgermeister Grund zur Verfügung, und wir haben ja auch Stadtgründe, die könnten wir dafür zur Verfügung stellen, und das wäre ein erster Ansatz. Natürlich, das Freizeitangebot ist, wenn man die Natur anschaut, sehr schön. Es gibt jetzt auch neue Sporthallen, es gibt neue Entwicklungen im Volksgarten, wo ich auch nicht immer ganz dabei bin, dass man die Parks zu teuer umbaut und, weiß nicht, eine alte Sauna abreißt und dann dafür irgendeinen Betonwürfel hinbaut, der 500.000 Euro kostet. Also da bin ich eher für Sparen. Also ich bin eher dafür, dass man bei Prestigeprojekten, die ganz groß sind, auf die Kostenbremse drückt, um mit dem Geld etwas für junge Leute zu machen. Danke. Dann die Linke. Ja, grundsätzlich fordern wir, dass der geförderte Wohnbau geöffnet wird für Auszubildende, dass ein gewisser Prozentsatz für die Wohnungen auch reserviert wird für Menschen, die eine Ausbildung machen, egal auf welchem Level.
Wir fordern, dass es Raum gibt in allen Stadtteilen. Die Stadt macht immer punktuell irgendwelche Projekte, aber wir leben in den Stadtteilen. Das heißt, so wie in anderen Städten braucht es Raum in jedem Stadtteil, der genutzt werden kann von jungen Menschen, und zwar in der Art und Weise, wie sie es wollen. Arbeitstechnik, warum junge Leute in einer Stadt bleiben? Letztendlich, wenn ich keine Arbeit habe, kann ich auch in einer Stadt nicht bleiben. Wir müssen die Dinge auch grundsätzlich angehen. Mit der Digitalisierung werden nicht alle Erwerbseinkommen haben in einem Rahmen von 40 Stunden. Eine radikale Arbeitszeitreduzierung in Kombination mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wird die Basis in der Zukunft sein. Und mit Klein-Klein werden wir das nicht schaffen. Dass die Mieten zu hoch sind, es ist klar. Da sind viele Ideen von vielen Parteien da, aber grundsätzlich haben wir einen hohen Leerstand. Grundsätzlich dürfen wir nicht unsere Wohnungen über Airbnb in der Stadt 800 Wohnungen vermieten oder 6.000, 8.000 Wohnungen leer stehen lassen. Wenn junge Leute auch ihre eigenen Wohnungen haben im geförderten Wohnungsbau, dann werden auch wieder Wohnungen frei, die jetzt teuer als WG-Zimmer vermietet werden mit 400 Euro, 450 bis 500 Euro in Salzburg. Danke. Danke. Ja, also ich glaube, dass gerade für uns junge Leute immer um Leistbarkeit auch geht. Also das fängt jetzt beim Taschengeld an. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ausfällt. Bei mir ist das immer viel zu wenig gewesen. Wurscht wie viel es war. Aber auch unabhängig von Museumsgutscheinen, Freizeitgutscheinen, Kinogutscheinen, dass man heutzutage echt auch relativ unkompliziert über App und Co. Gestalten kann, um einfach euch zu ermöglichen, dass ihr eure Freizeit sinnvoll auch gestaltet und nicht zum 10. Mal in irgendwo an Mäcki gehen müsst, weil halt da, sage ich mal, das nur am wenigsten der Fall ist, dass ihr gezwungen seid, unter Anführungsstrichen da was zu konsumieren. Ihr braucht Plätze, ihr braucht Events für junge Leute. Ich glaube, Salzburg ist mehr als eine Festspielstadt mit überteuerten Wohnungen. Uns muss es die Jugend einfach wert sein, dass wir günstige und leistbare Startwohnungen kriegen. Und wenn man gerade anfängt zum Studieren oder gerade anfängt zum Arbeiten, dann hat man einfach noch nicht das Mega-Bankkonto vorzuweisen, wo man sagt, passt, die kann man die Kaution für irgendeine Wohnung aus dem Ärmel schütteln und die Einrichtung dazu und ein paar hundert Euro Miete sind kein Thema, sondern da müssen wir echt schauen, dass wir gerade der Jugend unter die Arme greifen, und wir haben für so viele Sachen Geld, wir haben für so viele Sachen Zeit. Zu Ende zu führen. Und deshalb ist es echt wichtig, dass wir auch unser Budget vor allem für die Jugend investieren. Gut, ich mache es ganz konkret. Wenn ich Bürgermeister wäre, Aufhebung des Grillverbots in öffentlichen Parks und Schaffung zusätzlicher, so wie in Wien, das muss möglich sein. Zweites, Bau der Downhill-Strecke, Mountainbike-Strecke vom Geisberg rüber, die Vorbereitungsarbeiten sind geschaffen. Drittens, mit dem Umbau des Volksgarten, Ausbau der Veranstaltung live im Park. Viertens, Ausbau des WLANs, speziell dort, wo sich Jugendliche im öffentlichen Raum auch in der Stadt sehr, sehr gerne aufhalten. Fünfter Punkt, einen jährlichen Jugendgemeinderat, wo sich die Stadtregierung auch einmal intensiv mit den Forderungen der Jugendlichen auseinandersetzen kann. Ich glaube, das sind fünf konkrete Punkte, die man in 12 Monaten, weil wir reden ja immer, was irgendwie in 5 oder 10 Jahren ist. Ihr wollt wissen, was gleich passiert. Und ich denke mal, das wären Punkte, die der neu gewählte Gemeinderat, wenn alle wollen, sehr, sehr schnell umsetzen kann und von denen ihr gleich was habt. Ja, der Verkehr und das Wohnen muss natürlich leistbar werden. Das ist einmal der eine Punkt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn wir da herum sitzen. Bernhard Auinger hat einen total interessanten Vorschlag gemacht, nämlich das Jugendparlament. Das ist auch das, wofür wir eintreten, dass wir uns die Meinungen der Jugend hereinholen, weil ich ganz stark merke, dass die auch mitbestimmen wollen, dass die mitreden wollen. Dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass wir jetzt eine neue Innenstadtregelung gemacht haben. Dort möchten wir am Anton-Neumeyer-Platz, also das ist dort, wo das Haferl ist und wo die Gstettengassen ist und die Szene, da möchte ich diesen Platz gestalten, weil dort tut sich irrsinnig viel am Abend, vor allem bei der Jugend. Und was ich auch glaube, ist, dass wir unsere Universität viel mehr in den Vordergrund für die Stadt bringen müssen. Also ich meine, sagen wir uns ehrlich, Salzburg ist einfach keine Studentenstadt, und ich glaube, da gibt es viel, was wir aufholen müssen, dass Salzburg auch viel mehr
für die Studenten interessanter wird. Das ist so meine Forderung dafür. Uns ist ganz wichtig, dass wir euch unterstützen, was die Jugend betrifft. Wir haben einige Punkte drinnen, die ihr jetzt vorlesen könnt, aber euch vielleicht gar nicht so wirklich interessieren, zum Beispiel Wohnbau. Es ist klar, dass wir mal schauen müssen, dass ihr einen Job bekommt. Da kommt ein riesiges Thema auf uns zu, das ihr in dieser Runde habt und ich gehört habe, nämlich die Digitalisierung. Und wenn wir die verschlafen, liebe Leute, dann haben wir alle miteinander keinen Job nicht. Da müssen wir was tun, da müssen wir uns dementsprechend vorbereiten. Ich möchte, dass ihr wohnen könnt. Da gibt es Projekte in anderen Städten, die wir nicht neu erfinden müssen, sondern die gibt es. Da wäre ich jetzt auch nicht langweilen, dass ich euch die vorlese. Aber es geht darum, dass wir günstiger bauen. Aber selbst wenn ihr euch die Mieten leisten könnt, bringt es wiederum nichts, wenn euch dann die Nebenkosten auffressen. Auch da haben wir was zu tun. Wir wollen, dass ihr kostenlos mit den Öffis fahren könnt. Wir wollen Sportmöglichkeiten schaffen. Mir selber ist so gegangen, dass ich nie irgendwie abgerutscht bin, weil ich mein Leben lang Sport gemacht habe. Da wollen wir euch was, aber immer zurück in die Basis. Vielleicht einmal in die Natur, Pilze sammeln. Es gibt da ganz eine tolle Organisation, das sind die Erdlinge. Meine Mutter ist da drinnen, also sowas wollen wir, da wollen wir euch fördern, da wollen wir zurück. Wir bitten uns und, wieder ja, zu Museumsbesuche, Outdoor-Sportgeräte schaffen, öffentliche Grillplätze und Ausbau, was habe ich da nur? Ausbau des, der so, die Moment. Minute wäre jetzt aus, bitte. Wie bitte? Die Minute ist schon ja. Aus. Danke. Okay. Ja, Salzburg ist eine weltoffene, internationale Stadt. Ich freue mich sehr, wenn ihr da bleibt, aber ich freue mich umso mehr, wenn ihr woanders Erfahrungen macht und dann wieder zurückkommt nach Salzburg. Also probiert es einfach aus, was das Ausland oder andere Bundesländer zu bieten haben und kommt wieder zurück. Vier Sachen möchte ich sagen, die uns wichtig sind. Das erste ist der Bereich der Mobilität. Wir haben schon diskutiert, das, was in Salzburg fehlt, ist auch für Studierende ein günstiges Ticket. Das, was es jetzt gibt, ist einfach zu teuer. Das kostet, also wir wollen ein Ticket haben, das maximal 90 Euro kostet, wirklich für beide Semester, für ein ganzes Jahr. Also da müssen wir schauen, dass wir das einfach runterbekommen und auch, dass es beim Heimgehen dann einfach günstigere Preise gibt. Das haben wir eh erst schon diskutiert. Das zweite ist Wohnen. Und die Sichtbarkeit der jungen Leute. Also Salzburg ist eine Stadt, wo irrsinnig viele junge Leute sind, wo auch über 10.000 Studierende sind. Wo sind sie? Wo sind sie sichtbar? Wir wollen das Kai-Viertel zu einem jungen Viertel machen, wo günstige Wohnungen auch für Studierende sind, wo Mensa-Möglichkeiten sind, wo man sich hinsetzen kann, wo man gemütlich abhängen kann. Das dritte, ich bin auch begeisterte Mountainbikerin und es ist der Mountainbike sozusagen Downhill vom Geisberg schon angesprochen worden. Solche Möglichkeiten in der Stadt braucht man mehr. Wir haben Klettermöglichkeiten in der Stadt, also da gibt es noch mehr, was wir machen können und vor allem auch Flächen, die man einfach genießen und wo man chillen, abhängen kann, ohne dass man was konsumieren muss. Und was mir ganz wichtig ist, wir haben jetzt von Beteiligung gesprochen, von Politik. Und wenn ich da in die Runde schaue, freut es mich total, dass ich so viele junge Frauen sehe. Wir brauchen mehr Frauen in der Politik, in Entscheidungsfunktionen und in den Chefinnenetagen. Also da möchte ich euch auf alle Fälle stärken. Danke. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, die ganzen Ideen klingen wunderbar und ich frage mich immer, wieso ist das nicht schon umgesetzt worden? Also SPÖ, ÖVP, Grüne sitzen seit 27 Jahren in der Salzburger Stadtregierung und versprechen bei jeder Wahl, sich für bessere Öffis, leistbares Wohnen zu kümmern. Und ich habe mir nachgeschaut, was nach der letzten Gemeinderatswahl 2014 der erste Beschluss des Gemeinderats war. Und das war nicht zu Wohnen oder Kinderbetreuung oder Grillplätze, von denen gern die Rede ist, sondern mit dem ersten Beschluss haben die Parteien letztes Mal die Parteienförderung für sich selber um ein Drittel erhöht. Und davon war keine Rede im Wahlkampf, das stand in keinem Wahlprogramm, das hat vor der Wahl niemand gesagt. Und die ganzen anderen Versprechen mit leistbaren Wohnen, was man alles machen will, was man jetzt wieder hört, ist unter den Tisch gefallen. Und ich glaube, damit diese ganzen Forderungen nicht in 5 Jahren wieder einfach Thema bei der nächsten Podiumsdiskussion sind und man sich fragt, so täglich grüßt das Murmeltier, glaube ich, braucht es einfach eine Stimme im Gemeinderat, die schaut, dass der Druck nicht nachlässt. Dass ein Druck da ist, der sagt, hey, ihr habt das und das versprochen, wir wollen, dass das jetzt umsetzt. Und das wollen wir als KPÖ Plus machen. Wir haben genauso Ideen bei öffentlichem Verkehr. Wir schauen zum Beispiel nach Luxemburg und sagen, Luxemburg führt ab nächstes Jahr den gratis öffentlichen Verkehr ein. Das ist die Freifahrt für alle, Herr Dank, ist finanzierbar und ein echter Anreiz zum Umstieg. Solche Sachen wollen wir auch für Salzburg. Und vielleicht nur ein letzter Satz. Wir erleben in Österreich
aufgrund der Bundesregierung eine extrem rassistische Politik, eine Politik des Sozialabbaus, ein Angriff auf die Demokratie. Ich glaube, da muss man dagegen halten und das wollen wir von Salzburg aus machen. Das muss ich wirklich wegnehmen. Danke. Es gibt nachher die Möglichkeit für Fragen. Herr Auinger, auch Sie kämpfen um den Bürgermeistersessel und gehen für die Sozialdemokraten ins Rennen. Wie bereits erwähnt, sind Jugendliche froh, aus der Stadt wegzuziehen. Wieso soll ich als Jugendlicher in der teuren Stadt bleiben? Wie kann man die Stadt leistbarer und attraktiver für Jugendliche machen? Also erstens ist Salzburg eine Stadt mit extrem hoher Lebensqualität und ich meine auch eine extrem sichere Stadt, in der man sich wohlfühlen kann. Und zum Thema teuer, ich denke, das Teuerste in dieser Stadt ist, und da werden wir uns ja wohl alle einig sein, ist das Thema Wohnen. Und da ist es schon auch eine Frage, ob man die alten Wege nicht verlässt und sagt, okay, da braucht es auch einmal ein paar radikale Schritte. Ich finde es höchst unsozial, dass es Menschen in dieser Stadt gibt, die Schätzungen gehen bis zu 4.000, die ihre Wohnungen leer stehen lassen, weil der Wertgewinn dieser Wohnung höher ist, als wenn sie vermieten würde. Und ich denke, dass es hier einfach eine konkrete Abgabe braucht, die in der Nähe des Wertgewinns ist. Und dann schaue ich mir an, wie viele dieser Eigentümer die Wohnungen nicht doch wieder auf den Markt bringen und somit auch die Mieten gesenkt werden. Wir sind alle stolz auf unser Grünland, das leben wir, da haben wir Freiräume. Also das bisschen Bauland, was wir noch haben, werden wir in Zukunft auch dichter verbauen müssen. Und da ist es aber ganz wichtig. Ich bitte auch die anderen Kandidaten und Kandidatinnen, ihren Standpunkt zu verteidigen. Danke. Bitte einfach das Mikro weitergeben, damit die anderen Kandidaten... Gut. Dann mache ich gleich weiter. Ja, es ist Grünland angesprochen worden und es ist immer die Rede von, wir haben keine Gründe und wir haben ja keinen Platz mehr und überhaupt und sowieso. Aber wenn man mal so durch Salzburg fährt und sich anschaut, wie viele Supermärkte das da gibt, die so als einstöckiger Würfel dastehen mit gefühlt... ewigen Quadratmetern an Parkflächen. Also ich frage mich, warum es einfach nicht möglich sein soll, da auf diese Supermarktketten entsprechend Druck auszuüben und da ein paar Stockwerke aufzustocken und da lässige Wohnungen aufzubauen. Ich meine, es gibt Leute, die wohnen über am Nachtlokal und überleben es. Und es gibt schon Beispiele, wenn man sich anschaut, der alte Merkur in Sam zum Beispiel war sowas, da waren Wohnungen dabei. Also ich frage mich, warum das nicht möglich sein soll, dass die einfach mehr oder weniger gezwungen werden, Garagen zu bauen und drüber gibt es Wohnungen. Dann hat man ein Geschäft unterbei gleich, das ist auch nicht unpraktisch. Und ich glaube, dass man da auch die Wohnungspreise enorm senken könnte. Danke. Wie kann man die Stadt Salzburg leistbarer und attraktiver für Jugendliche machen? Ich denke, es geht nicht darum, die Stadt attraktiver und leistbarer zu machen für Jugendliche, sondern es geht darum, wie ihr euch euer Leben grundsätzlich gestalten könnt und ob ihr euer Leben irgendwo selber gestalten könnt oder ob ihr einfach nur marktkonform hergerichtet werdet, um irgendwie in diese Wirtschaft hineinzupassen in eurem späteren Leben. Diese kleinen Fragen sind... Ja, sich das Leben leisten können. Wir wissen, dass Salzburg eine Stadt ist, die grundsätzlich nur in Altstadtkategorien, in Hochkultur denkt und auch sonst, auch für junge Menschen, eigentlich dieses gleiche Prinzip anbietet, eine Konsumkultur. Ich glaube, dass ihr viel mehr drauf habt, dass ihr viel mehr eigene Ideen verwirklichen könnt und dass es so wichtig ist, dass man Räume dafür schafft, die nichts kosten, ob das jetzt im Freiraum draußen ist oder ob das in den Stadtteilen ist. Eine Stadt, die zum Beispiel am Bahnhof die Sitzgelegenheiten abmontiert, weiß ich nicht, ob sie wirklich das Ziel verfolgt, konsumfreie Räume im Freiraum zu schaffen. Danke. Wenn wir jetzt weiter diskutieren, dann bekommt ihr genau das mit, was schon von Herrn Dankl angesprochen worden ist. Jetzt unterbietet jeder den anderen mit noch günstigeren ÖV-Tarifen und vielleicht mit noch günstigeren Wohnungen. Und in 5 Jahren sitzt man da und sagt, wir haben es doch wieder nicht geschafft. Also
das habe ich schon langsam das Gefühl, dass es in die Richtung geht. Es geht um viele andere Dinge. Es geht darum, dass die jungen Menschen einfach ordentlich aufwachsen können, dass sie was Gescheites lernen können, mit dem sie selber dann auch arbeiten können und damit sie auch eine gewisse Art und Weise selbstständig werden. Und da gibt es wirklich in der Stadt Salzburg so tolle Ideen, so tolle Betriebe. Ich glaube, das ist das Wesentlichere, als wie, dass wir uns jetzt gegenseitig immer nur runterlizitieren, wo es nur billiger wird. Denn am Ende des Tages, wir können es nur vorschlagen, aber es wird ja nicht umgesetzt werden, es muss ja von irgendjemandem auch bezahlt werden. Also wir brauchen natürlich entsprechend die Räume für Jugendliche. Man könnte es darüber diskutieren. In der Innenstadt gibt es etliche Lokale mit Schanigärten. Da werden wir ältere Herrschaft nicht reinbringen, weil denen das unangenehm ist. Für Junge macht es weniger was aus, aber das haben wir da im Vergleichen. Also es ist im Endeffekt ein Angebot und eine Nachfrage. Wir sind bestrebt, dass die jungen Menschen hier sich wohlfühlen und dass sie vor allem die Freizeit genießen können. Und das Wichtigste ist, eine gute Ausbildung bekommen. Ja, um auch das aufzugreifen, wir brauchen natürlich in einem Systemwechsel in der Politik auch unabhängige Kräfte. Ohne unabhängige Kräfte als Regulativ wird es so weitergehen wie bisher. Wir brauchen einen Systemwechsel, zum Beispiel bei der Stadtplanung und beim Bauen. Und diesen Systemwechsel haben wir jetzt in der Gemeinde auch intern mitgestalten können. Und so gesehen hat sich das für uns nicht nur gelohnt, sondern es war wirklich ein spannender Prozess. Und ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass man was tun muss. Und mit dieser Einigkeit kann man wieder mehr bewegen. Mir geht es ja darum, die Leute eben, wenn es so unterschiedliche Positionen sind, eher zusammenzuführen, als zu sehen, dass sie sich praktisch nie einigen können. Und mir geht es zum Beispiel bei diesem jungen Wohnen wirklich nur um ein Pilotprojekt jetzt einmal, weil man muss immer irgendwann einmal anfangen. Man kann nicht immer nur groß denken. Zum Ende kommen. Machen wir mal einmal diese 11 Wohnungen und dann geht's weiter. Fakt ist, wir haben einen begrenzten Raum zur Verfügung. Ja? Also der Grund und Boden ist eines der wenigen Güter, das nicht vermehrbar ist. Und jetzt müssen wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, wie wollen wir diesen Boden nutzen? Und wie können wir es schaffen, dass alle möglichst gut wohnen können? Und wenn man sich vorstellt, dass früher die Menschen auf durchschnittlich 28 Quadratmetern wohnen und heute die Ansprüche aber so gestiegen sind, dass sie auf über 40 Quadratmeter wohnen wollen, ja, mindestens zwei Zimmer und Balkon, dann wird es automatisch teurer. Ja. Und deshalb müssen wir aus meiner Sicht höher bauen, wir müssen dichter bauen und wir müssen auch Flächen angreifen, die wir vorher noch nie angegriffen haben. Und da gibt es in Salzburg diese Grünlanddeklaration, die es verunmöglicht, dort Wohnungen zu bauen, kurz gesagt. Ja, das ist auch ein Grund, warum wir eine sehr hohe Lebensqualität in Salzburg haben. Aber da sind in dieser Grünlanddeklaration auch Wiesen drinnen, also nicht Wiesen, sondern Flächen drinnen, bitte, die keine Wiesen sind. Ja. Und die sagen wir, das sind Parkplätze und so weiter, und da sagen wir, die müssen wir auch angreifen, damit wir relativ schnell leistbaren Wohnraum schaffen können. Wir setzen mal ganz stark auf die Familie. Was wir erleben, sind alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter, die kaum noch Geld haben für die ganzen Kosten, die in Salzburg auf sie einprasseln. Das heißt, wir wollen hier finanzielle Unterstützungen dafür schaffen. Wir glauben, dass auch wichtig ist, dass wir Wirtschaft unterstützen, weil wenn ihr keine Arbeitsplätze bekommt, dann hilft es ja nicht, wenn in Salzburg alles günstiger werden soll. Ich meine, ob das überhaupt möglich ist, da bin ich mir sowieso nicht davon überzeugt. Wir setzen auf das Wohnen, da haben wir schon drüber gesprochen. Es gibt viele Maßnahmen, die man da setzen kann, die Wohnen attraktiver und vor allem auch günstiger machen. Wir werden uns klar sein müssen, dass wir nicht in die Breite gehen können. Das gibt Salzburg nicht hier, aber wir können zum Beispiel in die Höhe bauen, wir können günstiger bauen. Und ja, wir glauben einfach auch, dass euch unterstützt sofort Maßnahmen wie beispielsweise Öffis, die kostenlos zur Verfügung stehen und eben auch Angebote, die nichts kosten, wo ihr Begegnungen habt, wie eine Salzach, die nichts kostet, wie Räumlichkeiten, die nichts kosten, die Jugendvereine kostenlos zur Verfügung stehen. Danke. Ja, wenn ich dem Herrn Bürgermeister so zuhöre, dann da klingt das fast ein bisschen müde, weil wer hat in den letzten Jahren
Busspuren verhindert, wer hat verhindert, dass der öffentliche Verkehr ausgebaut wird, wer hat um jeden einzelnen Parkplatz gekämpft, dass er bleibt und wer hat sich auch gegen große Wohnprojekte, gegen billiges Wohnen gestemmt, das war die ÖVP im Gemeinderat. Das, was wir brauchen, ist alle zusammen, alle Ideen an einem Tisch, damit das Wohnen leistbarer wird wieder. Wir haben Pläne dazu, dass man 7 € pro Quadratmeter wohnen macht. Uns ist es auch wichtig, dass wir ökologisch bauen, dass wir mit Holz bauen, dass wir möglichst auch Grünflächen wieder schaffen. Die Dächer zu begrünen ist uns wichtig. Und wenn ich dem Lukas Rösselhuber zuhöre, dann sage ich nur Hände weg vom Grünland und von der Grünland-Deklaration. Du hast selber gesagt, das ist der Grund für unsere Lebensqualität. Ja, genau darum geht es und das ist zu erhalten. Es gibt viele andere Möglichkeiten noch. Wir müssen auch klar schauen, wo sind die Leerstände, wie kann man das wieder wirklich in den dauerhaften Wohnraum reinbekommen. Das sind unsere Anforderungen und nicht, dass wir da die Grünfläche in unserer Stadt reduzieren. Ich glaube, auf der Prioritätenliste in Salzburg sind einmal ganz oben Festspiele und Vermögende und Touristen, dann kommen einmal lang nichts und dann kommen irgendwann junge Leute. Ich kenne selber wirklich viele Leute, die, mit denen ich schulgegangen bin, die mit mir zum Teil studiert haben, Geschichte in Salzburg, die sind fast alle nach Wien gegangen. Und da ist halt schon das Geld eine Schlüsselfrage. Die Frage, kriege ich eine leistbare Wohnung, kann ich mir einen öffentlichen Verkehr leisten, stehe ich für jede Stunde, die ich mit dem Auto in der Stadt fahre, noch zusätzlich eine halbe Stunde im Stau oder nicht. Das sind schon Gründe, warum man überlegt, wo möchte ich leben. Und ich glaube, in Salzburg ist leider die Politik der letzten Jahre das genaue Gegenteil. Da geht es nicht um die Frage, wie kann ich ein leistbares Leben für alle ermöglichen, gerade auch für junge Leute, sondern es geht eher um die Frage, wie kann man zum Beispiel Menschen, die gar nichts mehr haben, die auf der Straße leben, die obdachlos sind, wie kann man die irgendwie schikanieren? In Salzburg gibt es zum Beispiel ein Bettelverbot, wo man Menschen verbietet, die eh schon gar nichts mehr haben, andere Leute um Hilfe zu fragen. Genauso sind zum Beispiel im Herbst Obdachlose, weil sie im Park übernachtet haben, bestraft worden, weil das wildes Campieren wäre. Und da denke ich mir, da ist schon der grundsätzliche Zugang der Politik falsch und da glaube ich, braucht es eine Kehrtwende hin zu einer wirklich sozialen Politik. Genau, kommen wir zur nächsten Frage. Herr Rösselhuber, Sie sind einer der jüngeren Spitzenkandidaten und haben, der Jüngste, und haben, wenn wir das richtig recherchiert haben, bereits mit 19 für den Gemeinderat kandidiert. In Salzburg wird ja oft Politik über Jugendliche und nicht mit Jugendlichen gemacht. Und jetzt wäre unsere Frage an die und im Nachhinein auch an alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten, wie kann man Jugendliche am besten in die Politik einbinden? Es gibt ja schon das Schülerparlament in Salzburg, das sehr gut funktioniert, das auch, wo auch die Landesregierung dahinter steht. Und ich glaube, in der Stadt könnten wir sowas auch durchaus einführen. Es gibt da verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten, dass man zum Beispiel einen gewissen Betrag aus dem Budget für Jugend bereitstellt und dann könnte man einen Jugendgemeinderat einführen, der dann sagt, wir möchten das Geld so und so einführen. Ich glaube, dass das eine sehr gute Geschichte wäre, die Menschen für Politik zu begeistern und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und sich darüber Gedanken zu machen, wofür man selber eintreten will. Und deswegen finde ich diese Idee von Bernhard Auinger wirklich unterstützenswert und ist eine tolle Geschichte. Ich glaube, das ist genau der Kernpunkt, wo wir das Problem hier in Salzburg haben. Wir haben einfach keine direkte Demokratie. Hätten wir die, hätten wir wahrscheinlich das Verkehrsproblem nicht in den letzten 25 Jahren, wären günstigeres Wohnen und einfach alle diese Probleme nicht. Und ich würde euch einladen zu einer direkten Demokratie. Das heißt, sagt uns Bescheid, wo die Probleme sind und wir probieren Lösungen zu finden. Und uns ist vor allem wichtig, an die Basis zu gehen. Unsere Politiker haben verlernt, mit euch zu sprechen. Sie haben verlernt, sie sind da irgendwie ganz oben. Und dann passiert einmal nichts und einmal brauchen sie euch alle 5 Jahre und dann soll es wählen gehen. Wir gehen zu euch runter, wir fragen, was los ist, wir fragen nach euren Problemen, wir selbst haben diese Probleme. Eine andere Idee wäre, Ideenbörsen zu schaffen. Das heißt wirklich, es gibt so Start-ups, wirklich zu fragen, was habt ihr für Ideen, was wir besser machen können, weil uns muss klar sein, nicht wir die Politiker, wir holen uns ja Experten. Die Experten wissen oft einmal gar nichts, wissen das ist ihr. Es gibt schon einige tolle Projekte, wo Kinder
und das meine jetzt wirklich Kinder, Jüngere, eingebunden werden. Das ist die Mini-Kinderstadt, die der Verein Spektrum und Akzente, und es sind einige im Raum, die da mitmachen, Thomas Schuster ist auch da, seit Jahren machen, wo die Kinder wirklich über 2 Wochen lang erleben, was es heißt, eine Stadt zu gestalten, zu entscheiden, zu wählen. Da braucht es mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten, und zwar auch verbindliche, auch bei den großen Themen in unserer Stadt, wenn zum Beispiel ein großes Wohnprojekt geplant wird oder wenn zum Beispiel jetzt die Plätze in der Innenstadt neu gestaltet werden. Nachdem ja die Innenstadt jetzt verkehrsberuhigt ist, gehen da jetzt Plätze auf, wo man Sitzgelegenheiten reinbringt, wo man mehr Grün reinbringt, und da ist es mir ein großes Anliegen, verpflichtend auch junge Leute und auch Kinder sozusagen mit reinzunehmen in den Beteiligungsprozess, dass man wirklich schaut, was sind eure Anliegen. Es heißt auch, Türen zu öffnen in den ganzen Gemeinderatsstuben, und so wie ich es von der Stadt vom Land kenne, ich bin ja 5 Jahre in der Landesregierung gewesen, Schülerinnen, Schülerparlament, Jugendparlament, also wirklich ernsthaft die Türen der politischen Entscheidungsträger öffnen und euch da einbinden, das ist mein großes Anliegen. Also da werde ich sicher, also wenn ich so der Diskussion lausche, werden wir da gemeinsame Partner, Partnerinnen finden für die nächsten Jahre, dass wir das verpflichtend wirklich umsetzen und euch viel mehr Stimme und Mitbestimmung geben. Ich glaube, dass 3 Punkte wichtig sind. Das erste ist eine gescheite politische Bildung in der Schule, wo man nicht nur lernt, wie viele Leute im Parlament sitzen, sondern sie wirklich die grundlegenden Fragen stellt. Ich glaube, Politik muss verständlicher werden. Politik ist zum Teil unnötig kompliziert, wo es oft darum geht, dass Menschen ausgeschlossen werden von Entscheidungen, die aber ihr Leben betreffen. Und ich glaube, man muss nicht nur zuhören, wie es immer betont wird, sondern man muss Menschen als Server entscheiden lassen. Das heißt, Mitbestimmung heißt nicht nur, wir hören uns an, was ihr gern hättet, und dann überlegen wir uns selber, was wir machen, sondern wirklich die Entscheidung in die Hände der Menschen zu geben. Und ich glaube, was viertens auch noch wichtig ist, wir haben in der Politik sehr starke Interessen. Interessen von Unternehmen auf Kosten von Umweltinteressen, auf Kosten von sozialen Anliegen, auf Kosten von Menschen wie uns alle, die wir arbeiten werden. Und diese Unternehmensinteressen sind real und die sind extrem mächtig. Und man wird nur für eine bessere, demokratische, ökologische Zukunft arbeiten können, wenn sie auch viele Menschen beteiligen. Also mein Appell an euch ist, nicht nur alle paar Jahre wählen zu gehen, sondern selber aktiv zu werden. Weil nur wenn viele Leute was machen, wird man es auch schaffen. Bei der Klimakatastrophe, beim Leistbarenleben, beim 12-Stunden-Tag, beim zunehmenden Rassismus, wirklich was zu bewegen. Dankeschön. Ich möchte es ein bisschen unkompliziert machen, weil ich glaube, was ich in meinem Vorgängerunternehmen gelernt habe, wenn ich wissen will, wie man es macht, dann fragt man die Leute, die es betrifft. Und das habe ich die letzten 15 Monate im Bereich der Jugend gemacht. Ich bin regelmäßig dorthin gegangen, wo einfach viele Jugendliche sind. Natürlich wäre es gut, wenn wir einmal im Jahr auch so einen Jugendgemeinderat hätten, aber man muss nicht alles institutionalisieren, sondern man kann einfach dorthin gehen und mit den Menschen dort reden, was sie dort bewegt. Das kann im Rockhaus sein, das kann am Neumeierplatz sein bei der Szene, das kann in Sportvereinen sein, und überall da war ich die letzten 15 Monate. So ist auch die Idee der Downhill-Strecke vom Geisberg entstanden, weil wir in der Community drinnen waren. Das kann auch über Online-Medien funktionieren, über Facebook, indem man mit Diskussionsforen mit dabei ist. So kommuniziert heute auch die Jugend, und da muss die Politik auch so kommunizieren. Und dann braucht man, glaube ich, die Dinge auch nicht immer neu erfinden, sondern einfach das Ohr, und zwar nicht nur vor der Wahl, sondern eigentlich die ganze Zeit. Und dann, glaube ich, ist der Druck so hoch, dass die Ideen dann auch dementsprechend umgesetzt werden. Also ich sehe das nicht als zu euch runtergehen. Wir sitzen da jetzt zwar wieder heroben als ach so gescheite und ach so tolle Politiker, aber wie eh schon die meisten von uns auch gesagt haben, es geht um euch, ihr seid die Experten, ihr wisst, wo was im Argen liegt, ihr wisst, was ihr braucht, ihr habt extrem lässige Ideen, ihr habt extrem viel Wissen, ihr wisst einfach Bescheid, ihr seid die Experten und Designer eurer Zukunft und der Zukunft von Salzburg. Und da finde ich es ehrlich gesagt, ich meine, es ist ein guter Ansatz, aber ich finde es ein bisschen dünn zu sagen, ja, einmal im Jahr laden wir eine Handvoll Jugendliche ein für einen Jugendgemeinderat. Ich glaube, dass wir als ach so gescheite Politiker einfach echt uns alle hinter die Ohren schreiben müssen, dass wir auf Augenhöhe mit euch diskutieren, und wurscht, ob ihr 14 seid und eigentlich ja quasi eh noch gar keine Wählerstimme habt und uns dann eigentlich eh wurscht erkennt, oder ob ihr schon 16, 17, 18, wie alt auch immer seid.
wir müssen einander ernst nehmen und mit Respekt behandeln. Bitte wieder zum Ende und kommen. Und eure Ideen auch echt ernst nehmen. Und nochmal am Ende der Appell, bitte scheut euch nicht. Irgendjemanden ist wurscht, wer da herumsitzt. Via Facebook, Instagram, über die Parteizentralen oder sonst was anzuschreiben, anzutelefonieren, bitte echt lästig sein und euch für eure Anliegen echt einsetzen. Ja, viele sprechen von Mitbestimmung, Vorwahlen, Nachwahlen gibt es dann keine Mitbestimmung meistens mehr. So geschehen, sage ich mir, bei den letzten Wahlen 2014, wo es ein Mitbestimmungsmodell gab, fertig ausverhandelt, das nach den Wahlen dann versenkt wurde von Rot und Schwarz. Mitbestimmung bedeutet nicht mitreden, sondern bedeutet entscheiden über Budgetmittel, entscheiden, was passiert. Und das brauchen wir nicht in Form von Beiräten, Parlamenten, die am Ende, sage ich mal, Papieren produzieren, die in irgendwelchen Schubladen landen, sondern wir wollen, dass Jugendliche das Geld selbst in die Hand nehmen können, in Jugendstadtteilräten, wo sie ein fixes Budget haben, über das vor Ort entschieden wird, und zwar nicht wieder von irgendwelchen Politvorfeldfunktionären und Funktionärinnen, sondern die unparteiisch sind, wo alle mitmachen können, wo die gesamte Wohnbevölkerung mitmachen darf, denn in Salzburg dürfen zum Beispiel an die 20.000 Menschen aus Drittstaaten, viele Bosnier, Serben zum Beispiel, die Jahrzehnte in Salzburg sind oder hier geboren sind, die nicht wählen dürfen. Mitbestimmung wird euch nicht geschenkt, sondern sie wird erkämpft, und es gibt keine Macht und keine Politik einen Millimeter an Mitbestimmung, an demokratischen Rechten freiwillig ab. So schlimm wir das jetzt einmal nicht sehen. Es geht, glaube ich, auch darum, und das war jetzt vorher gerade wieder mein Beispiel, wo, glaube ich, junge Menschen schon sich ein wenig abstoßen von der Politik, wenn wir herum nichts Besseres zu tun haben, uns gegenseitig wieder vorzuwerfen, was der eine nicht gemacht hat und was der andere falsch gemacht hat. Politik ist für mich ein gemeinsames Erarbeiten von Zielen und Maßnahmen. Das geht nur gemeinsam, und daher muss man auch das Gefühl senden, und das sollen die jungen Menschen so mitbekommen, dass wir nicht nur streiten, sondern dass wir auch etwas weiterbringen wollen. Jeder versucht doch für diese Stadt etwas Gutes zu tun. Und da ist es immer schlecht und, glaube ich, etwas abstoßen, dass man am Ende immer noch darüber schimpft, der eine hat das nicht gemacht, der eine hat das verhindert, der andere hat das verhindert. Jeder hat auch seine Gründe dafür gehabt. Das ist einmal grundsätzlich zu dem Thema. Wir müssen auch mehr wieder das Gefühl den Menschen geben, dass wir etwas weiterbringen wollen, dass wir gemeinsam einen Strang ziehen. Und wenn ich jetzt das mal kurz ansprechen, ja, wie Sie vorher gemeint haben, politische Vorfeldorganisationen, ja, das klingt alles sehr gut. Am Ende des Tages wird es aber anders laufen. Dann sitzen irgendwelche Jugendvorfeldorganisationen dann dort, die natürlich politisch gesteuert sind. Das ist alles toll, wenn wir das so zusammenbringen könnten. Da würde man einen anderen Weg gehen, dass wir wirklich versuchen, in den einzelnen Stadtteilen mit den Schulen gemeinsam durch Projekte entwickelt werden, ob das jetzt vielleicht eine neue Gartengestaltung ist, dass sich die Jungen dort einbringen und einmal mitdiskutieren, was sie wollen, damit die älteren Menschen auch sehen, wo die Bedürfnisse der Jungen sind, dass man dann zu einem vernünftigen Kompromiss kommt und das dann auch gemeinsam umsetzen kann. Das wäre vielleicht einmal ein Versuch wert. Politik habe ich erfahren als, jetzt nach 5 Jahren Lehrzeit in der Politik als Quereinsteiger, ist natürlich nicht nur lustig, es gibt aus meiner Sicht auch zu viel Reibung, das hat der Harry Bräuner gerade auch angesprochen, wir müssen sicher mehr an einem Strang ziehen. Worum es mir auch geht, ist, dass man Werte vorlebt und auch wenn man in der Sache nicht einer Meinung ist, dass man die Wertschätzung der Person hochhält. Und ich möchte mich also hier jetzt wirklich öffentlich bei der Martina Berthold entschuldigen. Ich habe gestern einen wirklichen Lapsus gemacht. Ich weiß, wie positiv du arbeitest und ich weiß, dass du wirklich das Beste für deine Gesinnung und deine Partei tust. Was ich zu den Plakaten sagen wollte. Plakate sind für mich die stummen Zeugen einer Aussage. Ich gehe lieber selber zu den Bürgern und schüttel ihnen die Hände. Also ich verzichte auf Plakate, weil ich einfach meine, dass diese Schlagworte mit den Köpfen nicht mehr zeitgemäß sind, sondern es sind die Gespräche, die wir führen. Bitte wieder zum Ende kommen. Ja, und diese Gespräche führen wir
natürlich an verschiedensten Orten. Und wir freuen uns natürlich auch über Kontakt. Wenn also irgendwelche Fragen sind, bitte jederzeit, wir sind erreichbar. Danke. Herr Dankl, Sie haben mit der KPÖ sehr große Chancen, dass Sie heuer in den Gemeinderat einziehen. 2014 haben Sie es um ca. 50 Stimmen nicht geschafft. Jetzt ist jedoch die Frage, wie schafft man es, Jugendliche wirklich zur Wahlurne zu bringen, dass sie wirklich ihr Wahlrecht wahrnehmen? Ich glaube, das Wichtigste ist, man muss einfach glaubwürdig sein. Also jeder hat die Nase voll von irgendwelchen leeren Phrasen, von den immer gleichen Sätzen, wo man sich denkt, da könnte von jedem Politiker kommen. Ich glaube, man muss einfach eine glaubwürdige Stimme sein. Und das ist zum Beispiel, was die KPÖ in Graz, wo die KPÖ sehr stark ist, die sind zweitstärkste Kraft, weit über 20%, sehr erfolgreich macht, indem sie einfach wirklich konsequent eine soziale Politik im Interesse der Mehrheit der Menschen macht und indem auch die Politiker und Politikerinnen der KPÖ in Graz einen Teil ihres Gehalts spenden, weil die sagen, wenn ich als Vizebürgermeisterin 12.000 Euro im Monat verdiene, habe ich keinen Bezug mehr zu dem, wie Leute, normale Leute, einfache Leute leben, deshalb spenden die alles bis auf, ich glaube, 1.900 Euro, weil sie sagen, ich nehme einen Facharbeiterlohn, einen durchschnittlichen, und das reicht. Weil die Politiker sollten nicht völlig abgehoben sein und nicht einfach nur Phrasen von sich geben, sondern es einfach eine normale, glaubwürdige Politik sein. Und uns haben tatsächlich das letzte Mal in Salzburg 50 Stimmen gefehlt. Wir hoffen, dass es jetzt ausgeht. 1.200 Leute haben uns damals schon gewählt. Und ich meine, es geht auch schon gesagt, mir ist klar, dass ich nicht sofort als KPÖ-Plus-Kandidat Bürgermeister von Salzburg werde, das werden andere, ist ja okay so. Uns geht es einfach darum, dass es im Gemeinderat von diesen 40 Stimmen zumindest eine kritische Stimme gibt, die ja nach der Wahl bei den Themen dran bleibt. Also die Frage ist, wie kann man Jugendliche zur Wahl bringen? Indem man wirklich aufzeigt, jede Stimme entscheidet. Ich hatte 2004 die Situation, dass ich um 35 Stimmen nicht in den Salzburger Landtag damals eingezogen bin. Also wirklich jede und jeder von euch entscheidet, wie die Politik weitergeht. Darum ist es so wichtig, euch auch zu zeigen, wie viel wert und wie viel eure Stimme wirklich sozusagen auch uns wert ist. Und dann Lust auf Mitbestimmung machen. Also so Diskussionen, so Projekte wie heute kenne ich einige und da braucht es einfach mehr. Also euch wirklich zu zeigen, es lasst uns nicht kalt, was eure Fragen sind, was der Druck ist, der auch von euch entstehen kann, und zu zeigen auch, dass es lustvoll ist, gemeinsam um Dinge zu ringen, gemeinsam so politische Profile zu entwickeln, dann auch in einem wertschätzenden Auseinandersetzung, in einem Streit, der jetzt nicht unter Gürtellinie ist, aber der, wo man sehr wohl merkt, okay, die eine Person steht für das, die andere steht für das. Wir wollen ja auch nicht auswechselbar sein, sondern auch zeigen, für was wir stehen. Und wir Bürgerliste und Grünen stehen für eine weltoffene, lebendige Stadt, in der auch junge Menschen und diejenigen, die noch nicht geboren sind, eine Zukunft haben. Das heißt, klarer Einstand auch für den Klimaschutz, für die Ökologie und dafür, dass es einfach Möglichkeiten gibt, sie zu entfalten. Und ich glaube, wenn man das merkt, wenn das auch von uns ausstrahlt, sozusagen die Begeisterung für die Politik, dann kann man auch euch fangen, dass ihr zur Wahl geht und ein Kreuzerl macht. Ich sehe das sehr ähnlich wie meine Kollegin. Ich glaube, dass das nicht an euch liegt, dass ihr Politik liebt oder nicht liebt, sondern es liegt ganz klar an der Politik selbst. Wir müssen uns verändern. Ich meine, man hat es wahrscheinlich selten erlebt, dass einmal ein Politiker einen Fehler zugibt. Das ist für mich völlig unverständlich. Jeder macht Fehler. Also warum kann ich nicht dazu stehen und sagen, okay, da haben wir Mist gebaut, das machen wir künftig anders. In der Politik erlebt man das so, dass Fehler verneint werden, dass Fehler vielleicht sogar auf andere abgeschoben werden. Und dann habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust mehr, irgendwie wählen zu gehen. Wir müssen euch eine Stimme verleihen. Was bringt es, wenn ihr Meinungen habt, wenn ihr wirklich was erreichen wollt und dann jedes Mal nur Wahlversprechungen hört und letztendlich nichts damit erreicht? Deswegen nochmal bin ich bei der direkten Demokratie. Eure Stimme zählt und eure Meinung zählt. Und wenn wir das umsetzen, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht und dann wird die Politik funktionieren. Und vor allem für euch werden wir Interesse wecken. Vielen Dank. Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wo wir uns miteinander ausmachen, wie wir miteinander leben wollen. Und ich glaube, es gibt keinen schöneren Ort als die Politik, wo die besten Ideen aufeinandertreffen sollen. Und da müssen wir auch uns als Politik selber an der Nase nehmen, wenn wir den Menschen das vergraulen, die Politik, dadurch, dass wir untergriffig werden, dass wir den anderen den Schmutzkübel aufsetzen und so weiter. Und Politik ist tatsächlich das,
Und vor allem, wer hätte sich gedacht, dass wir 2019 haben und über einen Brexit, und der Brexit davor ist, ja, dass wir darüber diskutieren, ob wir in Österreich noch den Rechtsstaat brauchen. Bitte schon langsam wieder zum Ende. Und ob wir Menschen konzentrieren wollen. Und ich glaube, wenn man diese Dinge hört, dann muss man einfach aufstehen und sagen, so geht's nicht. Wir nehmen das in die Hand und wir führen unser Land wieder in die richtige Richtung. Also ich glaube, direkter als bei einer Gemeinderatswahl kann man mit seiner Stimme eigentlich die Richtung gar nicht entscheiden. Weil man ganz nah dabei ist, weil man in dieser Stadt lebt und wenn man mit seiner Stimme auch darüber entscheidet, welche Mehrheiten gibt es in dem Gemeinderat und in welche Richtung geht es. Und es wird dieses Mal am 10. März natürlich auch eine Richtungsentscheidung sein, gerade beim Thema Wohnen und Verkehr, in welche Richtung wird das Pendel in den nächsten 5 Jahren schlagen. Und das ist manchmal dann knapp, weil jeder sagt immer, jede Stimme zählt. Ja, das stimmt. Die Martina hat gesagt, 35 Stimmen. Zwischen dem Harry Bräuner und mir waren es bei 110.000 Wahlberechtigten vor 1,5 Jahren bei der Bürgermeisterwahl ganze 294 Stimmen. Also es zählt wirklich jede Stimme und eure Stimme ist viel wert, egal welcher Partei oder welchen Kandidaten ihr es gibt. Aber wichtig ist, Demokratie ist was Wunderbares. Ich glaube, ihr habt alle schon sehr intensiv Geschichte gehabt und ich glaube, es gibt keine bessere Regierungsform als die Demokratie. Und insofern ist eure Stimme sehr, sehr viel wert und nehmt es in Gebrauch, nehmt eure Eltern mit, nehmt die Oma, nehmt den Opa mit und geht zur Wahl. Bitte, danke. Also ich glaube, dass zum einen diese Meinungsbildung ein ganz entscheidender Faktor ist. Man hat jetzt gerade gehört, der Christoph hat sich bei der Martina entschuldigt, aber das sind halt, das finde ich übrigens sehr, sehr, sehr gut, einmal zu zeigen, man macht Fehler und Politik ist halt oft auch echt sehr viel Werbung, sehr viel Jagd nach Schlagzeilen, sehr viel Jagd nach irgendeinem kurzen erwähnt werden in irgendeiner Nachrichtensendung. Aber ich glaube einfach, dass man gerade die Jugend echt nur dann zur Wahl bewegen kann, wenn sich die Jugend auch mit den zu Wählenden identifizieren kann. Und wenn man sich so die Listen anschaut, die jungen Leute, die echt aktiv nur da frischen Wind einbringen wollen, die findet man auf die wenigsten Podiumsdiskussionen, die findet man auf den Listenplätzen irgendwo im Nirgendwo, auf quasi unwählbarer Stelle. Und reden und entscheiden dann eigentlich immer nur unter Anführungsstrichen die Alten. Ich würde jetzt niemandem zu nahe treten, weder Jugend noch Alter ist eine Kompetenz. Aber ich glaube schon, dass man nicht immer bitte nur von Jugendmitbestimmung reden darf und dann aber die jungen Leute auf die hinteren oder hintersten Listenplätze verbannt, sondern dass man echt auch für die jungen Leute junge Kandidaten anbietet. Man kann immer nur in dem Rahmen des Möglichen wirken und muss trotzdem hohe Ideale haben und wissen, wo es hingehen soll. Wir haben jetzt das Mittel, alle 5 Jahre ein Kreuzerl zu machen. Das ist das Minimale, was wir haben und das sollten wir auch gut nutzen. Ja, es braucht wenig Stimmen, in Salzburg für ein Mandat ungefähr 1200 Stimmen und es gibt keine Prozentuntergrenzen. Das heißt, es ist wirklich jede Stimme, die zählt, bestimmt etwas mit und es ist wichtig, dass man dieses Recht nutzt. Und es soll euch aber auch klar sein, Wahlen, weil das immer auch so in Frage gestellt wird überhaupt, warum soll überhaupt wählen gehen, warum brauchen wir überhaupt Politik? Unsere Gesetze, unser Zusammenleben wird einfach auch von der Politik gestaltet, aber eben nicht, leider nicht nur, sondern von großen Lobbys, die andere Interessen haben. Warum geht die Wahlbeteiligung in Salzburg in den Stadtteilen, die arm sind, zurück und in den reichen steigt sie an oder ist konstant? Es muss euch klar sein, es ist trotzdem ein Kampf um Gerechtigkeit und um Rechte in dieser Gesellschaft. Und deshalb muss man auch polarisieren und muss auch regierenden Parteien manchmal sagen, was sie versäumt haben. Weil es vorhin schon angesprochen worden ist, kann ich auf meine Liste zurückverweisen. Auf unserer Liste sind an wählbarer Stelle ein 21-jähriges junges Mädchen und ein 24-jähriger Bursch. So viel dazu. Es geht wirklich um jede einzelne Stimme. Es geht in Wahrheit um euer Leben. Es geht um eure Zukunft. Es geht um die Gestaltung der Stadt für die nächsten Jahrzehnte.
Und da muss man sich einbringen und der erste Schritt ist einfach an einer Wahl teilzunehmen. Und natürlich, die anderen Punkte haben wir schon gesprochen, dass man sich auch aktiv mehr in die Politik einbringt. Aber es ist wirklich, es ist unser Leben. Es hängt, wir können, unsere Zeiten sind, wenn wir uns so anschauen, Gott, wir zwei sind schon etwas die Älteren, es ist euer Leben und es geht darum, dass ihr euer Leben auch selber in die Hand nehmt und auch mitgestaltet. Und Mitgestaltung beginnt, indem ich einfach wählen gehe. Und dann kommt eh alles von selber, da gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, sich noch mehr einzubringen. Also ich kann nur appellieren, bitte nützt euer Wahlrecht. Wir haben noch dazu auf Gemeindeebene alle EU-Bürger, die wahlberechtigt sind. Das gibt es sonst auch so selten. Also bitte nützt die Gelegenheit und gebt eure Stimme ab, für wen auch immer. Ich glaube, ihr alle fragt euch, wo steht ihr in 5 oder 10 Jahren? Also ihr macht so eure Pläne und wer Pläne macht, muss auch überlegen, was passiert im Umfeld. Und das Umfeld ist die Stadt oder ist die Politik, wenn ihr hier bleiben wollt. Und aus dem Grund bitte ich euch auch als unabhängige Kraft um eure Stimme. Meine 4 Kinder haben mich gewählt, aber jetzt sind 3 nach Wien übersiedelt. Das heißt also, ich habe bei meinen Kindern nur mehr einen in Salzburg. Aber wir haben natürlich eine große Aufgabe in Salzburg, nämlich unabhängig in der Politik ein bisschen also eine Richtung vorzugeben. Und wir brauchen auch junge Leute. Also wer Interesse hat, wir sind für alles offen. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil unseres heutigen Events, einer American Debate. Bei dieser Debatte werden Themen in den Raum geworfen und die Gruppe muss sich auf Pro- und Kontraseite aufteilen. Heißt, ihr dürft dann wirklich aufstehen und entweder auf die rechte für Ja oder auf die linke für Nein Seite wechseln. Wirklich aufstehen, also ihr dürft jetzt Sport machen, euch bewegen. Ja. Also es geht darum, es gibt jetzt dann 2 Seiten. Auf der einen Seite sind die Leute, die für dieses Thema sind, auf der anderen Seite die Politikerinnen und Politiker, die dagegen sind. Und die jeweilige Seite muss dann gemeinsam für ihre Seite argumentieren. Das kommt dann da am Ende von dem genau. Das Ja ist auf der rechten Seite und Nein auf der linken Seite. Kommen wir gleich zum ersten Thema. Wie Herr Dankl bereits angesprochen hat, führt Luxemburg demnächst gratis öffentliche Verkehrsmittel ein. Sind Sie persönlich für gratis Öffis, ja oder nein? Zu meiner Seite bitte die Ja und zur anderen Seite bitte die, die gegen gratis Öffis sind. Gibt's nicht. Im Gemeinderat können andere entweder stimmen dafür ab im Gemeinderat oder nicht. Oder ich enthalte mich. Sie können sich enthalten und in der Mitte stimmen. 25 Millionen ist vergleichbar. Man muss es als Ziel haben. Also die gegnerischen Seiten dürfen jetzt jeweils für die eigene Seite argumentieren. Ich gebe einfach mal das Mikrofon irgendwo hin. Und bitte einfach versuchen, möglichst selber das Wort einfach zu ergreifen. Es ist jetzt eine Gruppe, einfach, die quasi jetzt gegeneinander
diskutiert. Ich glaube, es geht auch darum, dass wir die öffentlichen Verkehrsmittel mehr nützen. Und da ist der Preis sicherlich ein Faktor. Aber nur weil es gratis ist, deswegen wird keiner mehr fahren. Wenn der Bus zu der Zeit nicht fährt, wo ich ihn brauche, dann hilft das Zahlen uns nichts, zahlen nichts. Also das Angebot muss stimmen. Und daher, je nachdem, welches Einkommen die jeweilige hat, kann auch ein kleiner Beitrag dazu geleistet werden. Denn nur weil es gratis ist, deswegen werden wir nicht mehr in den öffentlichen Verkehrsmittel bekommen. Und das geht es eigentlich schlussendlich. Ich glaube, man muss schon auch realistisch bleiben, weil wir haben uns das schon mal ausgerechnet und das kostet weit über 20 Millionen Euro pro Jahr in der Stadt. Ja? Und ich glaube, dass dieses Geld in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel wesentlich besser investiert wäre, weil die 20 Millionen dann sind relativ schnell einmal weg. Und ich möchte nicht, es wäre jetzt ein leichtes gewesen, sich hier auf die linke Seite zu schlagen, um sich beliebt zu machen, aber es sollten schon Forderungen sein, die wirklich realistisch sind und umsetzbar sind. In der Politik braucht man große Ziele und das Ziel ist, dass wir wirklich kostenfreien öffentlichen Verkehr haben, so wie es für mich auch ein Ziel ist, dass wir kostenfreie Kinderbetreuung haben. Aber ich weiß, dass die Ziele in Schritten angegangen werden müssen, dass man nicht von vornherein, von heute auf morgen alles gratis machen kann. Aber das politische Ziel ist meines wirklich kostenfreien öffentlichen Verkehr. In Luxemburg gibt es denn gratis öffentlichen Verkehr ab nächsten Jahr. Die Stadt Tallinn in Estland hat es auch schon. Das zeigt, es ist machbar. Die Frage ist der politische Wille da, dass man sagt, in Zeiten des Klimawandels und in einer Stadt, wo sich für Menschen die 55 Euro fürs Monatsticket nicht leisten können, führt man das ein. Und nur um dazu zu sagen, Salzburg ist eine reiche Stadt. Die Salzburger Nachrichten haben darüber geschrieben, dass zum Beispiel 2017 die Stadt 50 Millionen Euro Budgetüberschuss gemacht hat. Das ist ein Zehntel vom Stadtbudget. Geld ist durchaus da. Die Frage ist, verwendet man es? Und da sagen wir als KPÖ bloß ganz klar Ja zu gratis Öffis. Es ist machbar, das sieht man. Was in anderen Städten geht, kann auch einmal in Salzburg möglich sein. Ich muss sagen, also dieses Ziel, was die Martina angesprochen hat, das ist natürlich unterstützenswert. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da brauchen wir uns nicht auf irgendeine Seite schlagen. Aber gerade du, Kai Michael, hast vorher von Ehrlichkeit und Wahlversprechen geredet. Und es ist halt, es ist schwierig, Ja oder Nein zu sagen, ohne eine große Begründung zu geben. Aber gut, 25 Millionen Euro pro Jahr, ohne sich das mit allen wirklichen Nebenkosten und so durchzurechnen, einfach zu sagen, ja, das macht man, nur dass das jetzt lässig ankommt, finde ich einfach nicht ehrlich. Also ich möchte jetzt nicht auf irgendeiner Seite wechseln oder dass wir alle sagen, ja, wir machen ab übermorgen alles gratis und dann stehen wir nach der Wahl wieder da und ihr sagt, hey, ihr habt gesagt, gratis und jetzt zahlen wir immer noch was. Also ich finde, das Geld ist woanders und vor allem auch im öffentlichen Verkehr viel besser aufgehoben, weil es bringt uns ja nichts, wenn wir gratis mit rostigen Busse fahren, wo keiner sein Handy aufladen kann, wo keiner einen Sitzplatz hat, weil die Sitze vergammelt sind. Also das bringt ja nichts. Also das sehe ich immer ganz anders. Es geht nicht darum, auf der Seite zu stehen, damit wir uns da irgendwie positionieren und sagen, okay, toll, jetzt sind wir auf dieser Seite und wir wollen ja was für euch machen. Es geht ganz klar darum, dass wir halt Leute haben, die sich die Busse nicht mehr leisten können. Schaut euch mal an, wie es in Salzburg momentan losgeht. Und genau diese Leute wollen wir unterstützen. Wir wollen Leute unterstützen, die das Geld nicht mehr haben, die es nicht mehr leisten können und deswegen stehe ich auf dieser Seite. Dann kann man das aber, glaube ich, auch echt über diverse Förderungen, diverse Gutscheine, wie ich vorher schon angesprochen habe, ganz gut lösen, dass man wirklich da auch die trifft oder die Vergünstigungen schafft, die gebraucht werden und nicht einfach alle über einen Kamm schert und sagt, passt, wir machen es für alle gratis. Weil dann fahren ja auch die, die es gut leisten könnten, auch gratis. Also zugegebenermaßen, das ist natürlich ein sehr populistischer Ansatz zu sagen, alle Öffis gratis. Ich glaube, es würde auch unsere Verkehrsmittel sehr stark überlasten, weil das ja natürlich zu einem totalen Hype jetzt führen würde und dann wäre der Busbum voll. Das würde ad hoc gar nicht funktionieren. Da müssen wir natürlich zuerst unsere Verkehrsmittel ausbauen. Da sagen wir, ihr könnt ja nur zu uns kommen, wenn schon so rudert. Das Ziel ist das Richtige, weil nur da, das ist ein Teil davon, dass man die Leute auch zum Umsteigen bewegt. Jetzt vielleicht noch ein kurzes Statement von jeder Seite und dann kommen wir zum nächsten Thema. Ja, also ich wollte sagen, ich war ja der Unentschlossene in der Mitte, weil für mich geht es um ein sowohl als auch. Was wäre, wenn wir mal für die Jungen bis 25 und für die Älteren ab 60 gratis machen? Dann haben wir was. Nein, ich bin nicht dafür, dass für junge und ältere Leute automatisch gratis ist. Ich bin dafür, dass es gratis ist für die Menschen, die es nicht leisten können. Und das gibt es in Österreich, das gibt es in Salzburg nicht und ich finde, das wäre mal der erste Schritt. Bitte noch ein Statement von der Kontraseite. Ein Statement von der Kontraseite bitte noch.
Oder habt mehr Zeit für die nächste Frage. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Massentourismus ist ja bei uns in Salzburg auch ein sehr großes Thema. Venedig hat dieses Thema auch in letzter Zeit angesprochen und führt jetzt ein, dass jemand, der dort nicht nachtigt, 3 Euro pro Tag zahlen muss, quasi einen Eintritt nach Venedig. Könnten Sie sich vorstellen, dass es sowas in Salzburg gibt? Also quasi ein Eintritt dafür, wenn ich nach Salzburg gehe und nicht dort nächtige, wie in Venedig jetzt. Venedig hat eingeführt 3 Euro pro Tag. Da ist wieder Kontra und hier ist wieder Pro. Also wer ist dafür, dass man quasi, wenn man nicht nachtnächtigt in Salzburg, einen Beitrag zahlen muss? Zum Beispiel die ganzen Bustouristinnen und Bustouristen. Keiner auf meiner Seite. Dann, wenn da nur Anna steht. Also vielleicht, um dass man die Frage ein bisschen konkretisieren kann. Es geht nicht nur darum, dass die Menschen, also dass Touristen, die nicht bei uns übernachten, sondern mir geht es darum, dass man die Bustouristen, die viel zu viele werden mit der Zeit, dass man die begrenzt, ja, mengenmäßig. 50.000 Reisebusse im Jahr aus meiner Sicht sind genug. Wir haben zurzeit ungefähr 30.000. Aha, schau, ich bin sehr überzeugend offenbar. Kommt es nochmal. Also es betrifft natürlich auch das Thema von den Reisebussen, weil diese Reisebusse, dass die dann also pro Person einen gewissen Beitrag zahlen. Für diesen konkreten Vorschlag, von meinem Vorschlag bin ich schon, aber das geht mir schon auch ein bisschen zu weit. Und was ich sage ist, dass jeder Reisebus mindestens 500 Euro bezahlen sollte und diese 500 Euro dann refundiert bekommt, damit die Menschen, also die Touristen, diese 500 Euro in Gutscheinen dann in der Altstadt ausgeben. Das ist mein Vorschlag dazu. Warum bin ich gewechselt? Ich bin auch dafür, dass man bei Reisebussen 250 Euro, nicht 500 pro Bus verlangt. Das macht bei 50 Personen 5 Euro pro Person. Das ist ein bisschen mehr als die 3 Euro. Wir hätten damit auch von der Logistik her eine bessere Abwickelbarkeit. Wir sind ja keine Insel wie in Venedig und wir können keine Einzelzutrittssysteme machen bei so vielen Zugängen, die wir in die Stadt haben. Das heißt also, Busse, wenn man das mit den 5 Euro pro Person macht oder 250 Euro für den 50er Bus, dann ist das leistbar und es würde bei 40.000 Bussen der Stadt Salzburg 10 Millionen Euro im Jahr bringen und mit den 10 Millionen Euro können wir locker eine Busgarage im Kapuzinerberg finanzieren auf 8 bis 10 Jahre und nachher kommen 10 Millionen Euro ins Budget. Also das heißt, da könnten wir Einnahmen generieren, mit denen wir auch etwas machen können. In der Schule hat sich aber kein Thema verfehlt. Es geht die Frage, wo er eintritt, ja oder nein, ganz egal, mit was er kommt. Und wir haben dann gesagt, nein, keinen Eintritt, ich weiß schon, was du meinst. Der Kollege Rössl hat von 500 Euro gesprochen, du sprichst von 250 Euro, die Martina wird wahrscheinlich nicht von 100, das ist wie ein Passat, merkst du, es wird schon billiger. Nein, also ein Eintritt kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, wir leben in einer freien Welt, Gott sei Dank, und wenn ich mir was anschaue, wie machen wir aus der Altstadt, aus der Stadt Salzburg kein Museum draus. Es gibt natürlich Lenkungsmaßnahmen, die wir machen müssen, das ist das, was ihr gerade angesprochen habt, was die Reisebusse betrifft, da sind wir schon dabei, aber ich will auf die Höhe der Beträge gar nicht eingehen, weil das muss ja auch rechtlich dann haltbar sein, aber ein genereller Eintritt, sage ich gleich mal, für mich käme das nicht in Frage. Na, ich möchte auch nicht unterscheiden zwischen guten und schlechten Touristen oder reichen und armen. Ich glaube, die Stadt ist wunderschön und auch wir, wenn wir in anderen Städten sind, wollen uns die Städte anschauen, ohne Eintritt zu bezahlen. Und der Bustourismus, da gibt es eine ganz klare Ansage, wir müssen schauen, dass wir die nur 2 Stunden stehen bleiben und die Leute nur schnell durchschleusen, ohne dass sie Zeit haben, überhaupt einen Kaffee zu kaufen, dass wir da mit den Preisen hoch raufgehen, damit sie das einfach nicht mehr auszahlt und dann kriegt man es auch in den Griff. Aber ich möchte auf jeden Fall keine Strafsteuer oder irgend sowas für Leute, die die Stadt anschauen wollen. Also ich glaube, es sollte jedem der freie Zugang gewährt sein. Ich habe gesagt, wir sind eine weltoffene Stadt und ich möchte, dass auch junge Menschen in die Stadt reisen können, dass das auch möglich ist. Also nicht nur die, die viel Geld haben, was wir brauchen und vielleicht treffen wir uns da ein bisschen, ist, dass wir die Busse der Tagestouristen raus aus der Innenstadt bringen. Wir brauchen an den Stadträndern Park-and-Ride-Möglichkeiten, weil das ist einfach zu viel und wir müssen auch schauen, dass wir runterkommen von den 50.000 Bussen, da sind wir einer Meinung, weil die sozusagen machen wirklich unsere Stadt zu. Es muss ein Lebensgefühl da sein, wir sagen immer, es braucht auch die Wertschätzung der Menschen, die in Salzburg wohnen und es braucht die Wertschöpfung an Tourismus, der sozusagen auch etwas bringt, aber der in allen Sparten für wenig Budget auch genauso viel Qualität hat wie für mehr.
Darf ich vielleicht eine kurze Widerrede machen? Es ist so, dass der Bus, wenn er nach Salzburg fährt, meistens möglichst fußläufig zu den Sehenswürdigkeiten fahren soll. Es wird nicht funktionieren, wenn man die Busse am Messegelände parken lässt und die dann teilt in verschiedene Shuttle, weil wenn da 50 auf einmal kommen und der Bus ist schon voll, dann reißt das die Gruppen auseinander. Das heißt, die Beispiele aus italienischen Städten zeigen, dass Busse näher an die Sehenswürdigkeiten heran müssen. Das Zweite ist, ich gebe natürlich dem Harry Bräuner recht, dass in der Paris-Lodron-Straße wird man nicht 250 Euro verlangen können, da geht man jetzt von 24 auf 39 Euro, aber diese 39 Euro sind es aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil wir haben sehr viele chinesische Touristen, die zahlen den Flug nach Salzburg und ob sie jetzt 5 Euro mehr für den Bus zahlen, ist für mich völlig unerheblich, aber für die Stadt würde es in Summe bei 40.000 Bussen bedeuten, dass man eine Lenkungsmaßnahme, wie es der Harry Bräuner sagt, macht und diese Lenkungsmaßnahme hat den Vorteil, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Qualitätstourismus hereinkriegen, weil im Endeffekt, wir haben schon zu viele Busse, 50.000 ist sicher zu viel, 40.000, wenn die 250 pro Bus zahlen, wunderbare Einnahmequelle, muss man gut steuern und dann geht's. Salzburg ist eine wunderschöne Stadt, die übrigens nicht von den Erzbischöfen erbaut wurde, sondern von einfachen Leuten. Das war die ganz normale Bevölkerung, die dafür geblutet hat, geschwitzt hat, dass Salzburg zu dem gemacht wird, was es heute ist. Und ich fände es absurd, wenn man jetzt sagt, nur mehr Reiche können sich die Stadt anschauen. Das wäre eigentlich eine totale Umkehrung von dem, worum es geht. Also ich glaube, wichtig ist, dass sich jeder unabhängig vom Geld Salzburg eine schöne Stadt anschauen kann. Bei den Busse, wenn man diese Rechenbeispiele nimmt und sagt, man nimmt eine gewisse Gebühr pro Person bei den großen Reisebusse, hätte man übrigens schon das halbe Geld für gratis Öffis. Aber wir können so, also im Konsens kann man sagen, richtiger Eintritt für Salzburg nein, aber Busgebühren erhöhen. Danke. Kommen wir gleich zur nächsten Frage noch. Genau, das nächste Thema ist auch momentan ein sehr heißes Thema. Und zwar ist es die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt. Ljubljana hat es bei einer sehr großen Straße bereits eingeführt. Das heißt, dass große Straßen quasi zu Begegnungszonen oder also Zonen werden, wo einfach nur Radfahrer fahren dürfen, teilweise auch Busse und Fußgänger sind. Und sehen Sie in Salzburg Grund zu weiterer Verkehrsberuhigung in der Innenstadt, ja oder nein? Zu weiter? Also, ja. Nein, bitte geht nicht. Genau, ob Sie in Salzburg Grund zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt sehen, also dass weitere große Straßen zum Beispiel zu Fußgängerzonen gemacht werden? Und was man da auch mit diesen Zonen machen soll? Also wenn jetzt dann keine Autos mehr fahren dürfen, bleibt es dann trotzdem so eine Betonwüste von Straße oder was macht man dann draus? Ich bin dafür, dass wir einfach mehr Verkehrsberuhigung in der Stadt haben, nicht nur in der Innenstadt. Wir haben auch die Stadtteile wie Max-Glan, wo die Leute nur durchfahren, wo viele Geschäfte sind, in denen man auch gut einkaufen und bummeln könnte. Auch da braucht es Begegnungszonen, braucht es einen reduzierteren, langsameren Verkehr. Und für die Innenstadt, da gibt es so tolle Visionen und Pläne. Da kann man die Plätze wirklich aufmachen, mehr Möglichkeiten zum Hinsetzen, mehr Möglichkeiten für Grün. Und wenn man schaut, wie hart erkämpft zum Beispiel der alte Markt worden ist, das war ja früher ein Parkplatz, und wie da ein ÖVP-Politiker vor Jahrzehnten hart dafür gekämpft hat, dass das autofrei wird, dann bin ich doch noch guten Mutes, dass wir den Harry Bräuner noch überzeugen können, dass wir die Plätze in unserer Stadt, die wir da haben, vor dem Haus der Natur, bei der Szene Salzburg oder auch die Pferdeschwemme, dass das einfach Plätze mit einer Lebensqualität werden. Harry, wie schaut's aus? Können wir gerne machen, aber erst dann, wenn wir das Verkehrsproblem im Zentralraum so gelöst haben, dass wir mit diesen Einzelmaßnahmen keine andere Stadt massiv belasten. Denn das ist unfair, wir müssen schon das Gesamte im Auge haben und nicht einzelne Plätze. Es gibt Modelle, es gibt Ideen, wie man sukzessive die Innenstadtplätze, die noch frei, die noch mit Autoverkehr belastet sind, entsprechend neu gestaltet. Da muss ich keine Verbote einführen. Das kann man mit Postgestaltungen auch machen. Und das an die Richtung sollte man denken. Aber ich halte nichts davon, einfach irgendwo zuzudrehen. Das ist eine Insellösung, die nur andere belastet. Jetzt
ob sie jetzt viel belastet werden oder weniger belastet werden, das kann man dann erst einmal ermitteln, wenn man mal das Ganze genauso durchgeschaut hat. Also Begegnungszonen, ja, um die Aufenthaltsdauer besser zu gestalten, aber nicht einfach zusperren, um das zusperren zu wollen. Gut, ich glaube, gewartet haben wir lange genug. Jetzt wird es Zeit, dass wir was tun, und alle anderen Städte haben es vorgemacht und haben die Verkehrsberührungen von innen nach außen gestaltet. Und demfall ist es auch durchaus eine Symbolkraft, die Fußgängerzone in der Stadt Salzburg sozusagen in der Innenstadt zu erweitern. Gibt viele, viele gute Modelle auch für die Stadtteile. War sehr oft in Barcelona. Wer schon mal dort war, kennt es auch, dieses Blocksystem, wo auch innerhalb dieser Viertel sozusagen Fahrverbote herrschen und nur die Anrainerinnen und Anrainer fahren dürfen, sonst nur Fahrrad. Und ich möchte endlich, und mir kann man nicht vorwerfen, dass ich keine Autos mag, ich war 27 Jahre in einer Autofirma, aber wir müssen endlich anfangen, auch aus der Sicht der anderen Verkehrsteilnehmer zu denken, weil es gibt mehr als die Hälfte, fahren mit dem Rad, gehen zu Fuß oder fahren mit dem Bus in der Stadt, und die haben überhaupt nie eine Stimme, und wir müssen diese Räume auch wieder diesen Menschen zurückgeben. Und ich glaube, ja, bei einigen wird es ein bisschen länger dauern, damit sie sozusagen diesen SPEP mitmachen, und wir haben jetzt einmal angefangen. Ich glaube aber, dass es zu wenig ist, einfach jetzt am Beispiel vom Neustadt, das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, dass da jetzt eine Sperre uns bevorsteht. Ich glaube, das ist zu wenig, einfach irgendwo ein Tor zuzusperren oder eine Straße zu sperren und sagen, so, und ab übermorgen ist da jetzt eine Begegnungszone und alles ist lässig und ruhig. Dafür erstickt Mühlen dann im Verkehr, dafür erstickt dann Lehn und Max Glan im Verkehr, da bedanken sich halt die dann. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz und vor allem zu kurzfristig und kurzsichtig gedacht und geplant oder überhaupt geplant. Ich glaube, genauso wie der Harry gesagt hat, dass es da ein Verkehrskonzept aus einem Guss braucht. Das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, die man da in Salzburg braucht, weil der Verkehr ja nicht nur in der Stadt entsteht und ein Problem ist, sondern auch aus den Umlandgemeinden. Und da braucht es einen großen, runden Tisch, wo echt alle zusammenkommen und nicht einfach einmal jetzt noch als, weiß ich nicht, bisschen seltsamer Wahlgag noch gar einmal irgendwo ein Dirl zusperren, und dann sollen die Müllner und Lena und Max Glaner schauen, wie sie zusammenkommen. Also ich bin für Verkehrsberuhigung, deswegen stehe ich hier. Ich bin allerdings nicht für die Maßnahme mit dem Neutor. Das ist, deswegen war es die Frage, wo stehe ich wirklich. Die Verkehrsberuhigung kann aus meiner Meinung nicht darin bestehen, dass man ein Tor, das 1765 durchgebrochen und aufgemacht wurde, so reduziert, dass es fast einer Sperre gleichkommt. Ich bin dafür, dass man eine Shared Space Zone macht, dass man das in einer Einschleifregelung macht, dass man nicht mit einem Beschluss auf einen Amtsbericht vom 14.02. reagiert und in einem Hauruck-Kommando eine solche Veränderung vornimmt. Wir sind sehr viel in Lehn, wir haben mit den Initiativen in Lehn Luftmessungen gemacht, wir wissen, wie die Luft belastet ist, wir wissen, wie die Belastung in Mühlen ist. Mühlen kann nicht 22% mehr Verkehr kriegen, Lehn kann nicht 7-10% oder 11% mehr Verkehr kriegen, da müssen wir irgendetwas anders machen. Und ich bin natürlich immer vorsichtig bei Zahlen, weil wenn in der gleichen Studie steht, dass in der Imbergstraße 5.000 Autos pro Tag fahren, es fahren 25.000, dann stimmt etwas nicht. Und deswegen wirklich, muss man sagen, genau hinschauen. Ich glaube, solche Maßnahmen muss man feinfühlig machen, nicht mit einer Hauruck-Aktion. Und deswegen stehe ich trotzdem für die Verkehrsberuhigung, aber nicht auf diese Art. Gute Idee, aber falsch umgesetzt. Also genau das ist der Punkt, warum wir für direkte Demokratie sind. Das ist genau eine Frage, die ich gern euch stellen würde und fragen würde, was haltet ihr davon? Seid ihr dafür, seid ihr dagegen? Wir von der FPS haben da eine ganz eigene Meinung. Das heißt, würde das so stattfinden, wie das jetzt gerade in dem Fall ja von der Gegenseite kommuniziert wird, dann würde das bedeuten, dass zwar in der Innenstadt, in der wunderschönen Innenstadt, da bin ich bei euch, aber was ist mit den ganzen Gebieten außenrum? Was ist mit Lehn, was ist mit Liefering? Die hätten die Belastung. Das heißt, man braucht ein Gesamtkonzept, da bin ich beim Harry Bräuner, zwischen einer Stadt, zwischen dem Land, und dann geht es darum, dass ihr mal abstimmen könnt. Und da kann nur eines, da gibt es für uns nur einen Punkt, wir brauchen eine Gesamtentlastung der Stadt. Es kann nicht sein, dass Lehn-Liefering den Dreck fressen muss und im Prinzip dann die Innenstadt, es ist ja so, da sage ich ganz deutliche Worte, und dass die Innenstadt im Prinzip dann außen vor ist für den Tourismus, aber sicherlich nicht für die Bürger dieser Stadt. Also ich glaube, die neue Regelung für die Innenstadt ist eine geile Geschichte.
Es ist das erste Mal, dass wir uns wirklich was getraut haben da dabei. In den letzten 5 Jahren ist ja relativ wenig Neues passiert und das ist jetzt wirklich einmal was, wo wir gesagt haben, wir trauen uns das, das zu machen, auch wenn es einen Gegenwind hat, aber wenn wir sehen, dass es am Ende des Tages für alle das Beste ist, dann machen wir es. Und wir haben einfach einen begrenzten Raum und da müssen wir uns überlegen, was machen wir mit dem Raum. Und wir drei, wir haben uns zusammengeschlossen, wenn wir gesagt haben, der Raum ist nicht nur für die Autos da, sondern er ist genauso für die Fußgänger da, er ist genauso für die Radfahrer da und er ist genauso für die Öffis da und deswegen machen wir das jetzt. Dankeschön. Ihr habt es jetzt gesagt, sag ich mal, für die Pflasterung in dem Durchgangsbereich sind 3,5 Millionen geplant. Für uns ist ganz klar, hat die Priorität die Stadtteile. Die ganze Stadtpolitik macht sich konkret für eine Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen null Gedanken. Und es ist trotzdem der Vorwurf, dass eine Neutorsperre eben grundsätzlich, sage ich mal, nur nette Aufenthaltsqualität für Touristen schafft und nicht für die Leute selber. Und eine Aufenthaltsqualität unter Umständen, sage ich mal, für Fortgeher und Fortgeherinnen schafft, aber nicht in den Stadtteilen permanent. Man hätte die Neutorsperre zum Beispiel auch mal am Wochenende durchführen können und dort eigentlich gleich. Dass, sage ich mal, jetzt wieder irrsinnig viel Geld einrinnt, genau in den Altstadtbereich und eigentlich genau null in die Stadtteile. Wo ist bitte in den letzten Jahren irgendwas in den Stadtteilen passiert? Da, das ist das Einzige. Ihr könnt ja nicht immer von einer Maßnahme reden. Wem nutzen das da, sage ich mal, auf der anderen Seite von der Stadt? Ah, der Unipark ist eine Uni, okay? Also in dem Sinn, ja, und ist eine Uni und kein Freiraum, ja, okay? Ja. Auch das ist kein Freiraum, okay? Das ist kein, Freiraum. Ja, es ist einfach kein Freiraum, der in den Stadtteilen passiert. Das heißt also irgendwie die Altstadt, es ist trotzdem im Fokus, sage ich mal, nur die Altstadt zu setzen, ist unserer Meinung nach einfach verfehlt. Also was erwartet ihr euch von der Politik, dass gehackelt wird, dass gearbeitet wird, dass man, sozusagen, wenn schon genug Studien da sind, genug Erfahrungen da sind und es hat Baustellen gegeben, man hat sich angeschaut, wie verlagert sich der Verkehr, dass man dann einfach auf dieser Basis mit Hirn und mit dem Herz entscheidet. Und leider, wir müssen außer vor dem Autoverkehr, es muss weniger werden und dazu brauchen wir einfach eine Reduktion. Wir brauchen die Plätze, die wir wieder begehen können und das ist nicht nur für die Gödigen, sondern das ist für die Salzburgerinnen und Salzburger. Ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs, ich bin viel zu Fuß unterwegs und für mich ist das teilweise auch Wahnsinn, wie nur manche Stellen sozusagen in der Stadt sind. Da müssen wir ansetzen und ich bin ganz bei dir, es ist noch zu wenig, also es braucht noch mehr, aber die Politik ist dazu da, um zu hackeln und zu arbeiten und dazu ist es ein wichtiger, mutiger Schritt und weiter geht's. Ja, darf ich dazu sagen, wir kommen uns ja näher und das ist ja irgendwie schön, dass wir uns wieder näher kommen. Im Endeffekt, wenn wir uns einigen könnten, dass wir eine Übergangslösung mit Shared Space machen, das verringert den Autoverkehr enorm. Es ist möglich, man muss es nur willen, man muss es nur wollen. Und da geht es eben darum, dass man hier nicht sofort eine 100% Kehrtwende macht, sondern dass man eine Art Einschleifregelung macht. Und genau um das geht's. Ja, das habt ihr die letzten 20 Jahre nicht geschafft. Also bitte nicht jetzt. Gestern Abend bei der Diskussion bei den Salzburger Nachrichten haben wir gefühlte 95% von der Zeit nur über das Neutor geredet. Und ich finde das immer recht schade, weil die Stadtregierung war 5 Jahre lang im Amt. Und 3 Wochen vor der Wahl kommt man da mit sowas, das ist halt sehr durchschaubar als Wahlkampfmanöver. Ich finde es grundsätzlich gescheit, dass man Verkehrsberuhigung macht, aber wenn, dann bitte in der ganzen Stadt und man muss das Problem an der Wurzel packen. Und das Wurzelproblem in Salzburg ist, dass das Wohnen so teuer ist, dass immer mehr Menschen aus der Stadt rausziehen müssen, selbst wenn sie zwar normale Einkommen haben, zwar durchschnittliche Einkommen, und dann pendeln sie wieder rein. Also man muss früh genug ansetzen und sich fragen, warum müssen die Leute überhaupt erst aus der Stadt rausziehen und dann jeden Tag mit dem Auto rein, raus. Und das ist, glaube ich, das, wo man tatsächlich ansetzen müsste. Beim Wohnen, dann löst man sehr viele Probleme, die sich dann danach ergeben und hätte die gar nicht. Jetzt bitte noch ein letztes Schlusswort, wenn es noch eins gibt. Sonst würden wir jetzt zu den Fragen aus dem Publikum weiter übergehen. Da hinten war gleich am Anfang eine Frage, gehen wir vielleicht dahin.
Also Sie alle haben ja von gratis öffentlichem Verkehr schon jetzt sehr lange darüber gesprochen und auch Sie haben erwähnt, dass in Bussen es irgendwie ein Problem sein soll, dass man sein Handy nicht anstecken kann. Also ich wohne in Liefering und habe derzeit eher mehr das Problem, dass ich auf einem Bus, der alle 10 Minuten kommt, eine halbe Stunde warten kann. Und das finde ich erst einmal primär das Problem. Und da verstehe ich auch, dass keiner im Bus fahren will, wenn man Unzeiten wartet, dann noch möglicherweise, was mir oft passiert, unfreundlich vom Busfahrer angemotzt wird oder der Bus, wenn man hinläuft, weiterfahrt. Aber ja, das Hauptproblem ist für mich, finde ich, die Buszeiten, dass er sehr oft einfach nicht kommt und auch, dass er in der Nacht nie fährt, nie. Ab 1 fährt mein Bus nicht mehr aus der Stadt heim und dann muss ich das Taxi zahlen und das freut mich nicht. Das war... Vielen Dank für die Frage zuerst einmal. Es war ein Sinnbild dafür, dass man ja echt sagen muss, wer regelmäßig mit dem Bus fährt. Und ich glaube, da seid gerade ihr Schüler die, die am häufigsten mit dem Bus fahren oder sich irgendwo reinquetschen. Das Busfahren natürlich auch einfach erstens aufgrund der Busse, aufgrund der Ausstattung und Co. einfach extrem ungemütlich und unattraktiv ist. Und wie du richtig sagst, die Taktung ist eine Frechheit. Ich bin am Mittwoch, war ich im Cineplex City nach einer gefühlten Ewigkeit, habe mir dort um 19 Uhr einen Film angeschaut, bin um 21 Uhr über den Bahnhofsvorplatz gegangen, mit einem extrem mulmigen Gefühl übrigens, und habe dann zweimal umsteigen müssen, dass ich in 45 Minuten Fahrzeit irgendwie nach Hause komme. Und das um 21 Uhr, das ist jetzt keine Unzeit und unter der Woche, wie das Ganze am Wochenende ausschaut, brauche ich euch, die ihr alle vermutlich auch fortgeht, eh nicht erzählen. Also diese Taktung ist ein großes Problem, gerade auch im Sommer, das wissen wir und an dem arbeiten wir. Gerade ein Thema Läppibus, auch wenn sich das der Herr Auinger immer gern auf die Fahnen schreibt. Aber wer, ja, der Bernhard, es ist auch wurscht, von wem es kommt. Wichtig ist, dass es weitergeht. Und das war eben auch mit der Grund, warum ich zuerst auf der Seite von Contra gestanden bin, wie es um die Gratis-Öffis gegangen ist. Weil ist nicht für schlau, heute jetzt zu sagen, wir machen alles gratis und dafür haben wir dann eine noch schlechtere Taktung und noch abgesandeltere Busse. Also das halte ich für einfach nicht gescheit, weil das das Problem nicht löst. Wie viele Jahre gibt es jetzt einen Sommerfahrplan und wie viele Jahre wird versprochen, dass der Sommerfahrplan abgeht? Er ist noch immer in die Fahrpläne dieses Jahr drinnen. Ja? Ja? Was heißt, letztes Jahr hat natürlich, ich glaube, du fährst, glaube ich, nur am Dreier. Es gibt genug Buslinien, die sehr wohl Sommerfahrplan fahren. Das stimmt nicht. Ja, na gut, aber weil eben nicht alle Linien, sondern sehr viele Linien nur immer mit dem Sommerfahrplan. Und es ist ja jetzt der Sommerfahrplan drin. Schaut euch das bitte an. Und am Samstag, ich bin eine Salzburgerin. Vor 40 Jahren sind die Busse am Samstag werktags gefahren. Und heute am Samstag, wenn die Leute einkaufen gehen oder irgendwo unterwegs sind, dann müssen sie in Viertelstunden und 20 Minuten Takte fahren. Naja, jetzt warte ein bisschen. Und in anderen Städte, sage ich mal, in Österreich gibt es 5 bis 8 Minuten Takte. Und wir haben in Salzburg 10 Minuten, Viertelstunden und 20 Minuten Takte am Werktags. Und da gehört wirklich angesetzt. So, jetzt klären wir das einmal ein bisschen auf. Also wir haben letztes Jahr, und wenn mich nicht alles täuscht, war das sogar einstimmig, dieser Beschluss, den Sommerfahrplan auf den Linien, auf den Hauptlinien, die mit der Salzburger AG auch abgestimmt worden sind, abgeschafft, haben dafür auch einige 100.000 Euro in die Hand genommen. Aber man muss auch fairerweise sagen, es macht auch nur dort dann Sinn, wo das Angebot ist, also sozusagen, wo dann Bedarf ist, weil wir haben ja nichts davor, wenn wir Busse zahlen, die leer und dumm fahren. Das war immer der Punkt 1. Der Punkt 2, du hast völlig recht, der Vierer hat regelmäßig Verspätung und dreht manchmal sogar früher um und fährt gar nicht mehr bis ganz raus. Warum macht er das? Weil er vorher im Stau steht, weil sonst würde er ja alle 10 Minuten fahren und deshalb muss man den Individualverkehr reduzieren, dann haben nämlich auch die aufs Auto angewiesen sind, auch wieder am Platz auf der Straße. Also es dreht sich im Kreis und die Öffis können nur pünktlich sein, wenn sie durchkommen. Und so schlecht ist der Obus nicht wie alle dann. Ja, ich fahre fast tagtäglich und sorry, dass ich mit dem Dreier fahre, ich wohne halt einmal dort, wo der Dreier ist, ich kann nicht mit einem anderen Bus fahren. Vielen, vielen Entschuldigung.
Ich glaube, eine der wichtigen Maßnahmen war, dass man die Verkehrsplanung der Stadt im öffentlichen Bereich aus der Salzburger AG ausgliedert, weil die Salzburger AG ja ein Unternehmen ist, das Dividende abwerfen muss, und da gibt es einen gewissen Widerspruch. Öffentlicher Verkehr kostet Geld und das Unternehmen muss Dividende abwerfen. Also es war richtig, dass man da neue Wege geht. Und was natürlich damit dazu kommt, ist, wenn ich eine gewisse Anzahl Kilometer kaufe und in den letzten Jahren Linien ausweite, aber die Anzahl der Kilometer nicht erhöhe, ja, dann wird auf den Linien, die jetzt mehr sind, weniger Taktfrequenz sein. Das ist eine ganz klare Rechnung. Und diese Rechnung gehört auch jetzt wieder einmal neu aufgestellt. Es gibt ja die Pendlerstromanalyse, es gibt auch Verkehrsanalysen, und da ist genauso das Land wie die Stadt gefordert, weil wir müssen ja von außen herein planen. Und da geht es darum, dass dann auch die Linienführung der einzelnen Linien zum Teil überdacht werden muss, ob wir Durchmesserlinien machen, ob alle Linien zum Hauptbahnhof gehen müssen. Und dieses wird gerade gemacht, und ich glaube, da gibt es im Moment ein sehr gutes Steuerungsteam. Das ist der Landesbaudirektor Nagel und unser Dr. Schmidbauer. Und das sind jetzt neue Wege, und ich erwarte mir da sehr viel davon. Also sicher, es braucht immer alles und es gibt immer einen hohen Pegel an Unzufriedenheit, aber ich glaube, die arbeiten sehr gut im Moment. Ich kenne die Viererlinie von genau der anderen Seite, von Langwied, und da sind auch manchmal Situationen gewesen, wo er gar nicht mehr gekommen ist. Ja, da wo es Probleme sind, ansprechen, angehen. Ich glaube auch, dass die Linienführung, die ist ja vor Jahrzehnten gemacht worden, die muss man sich nur mal anschauen. Es haben neue Stadtteile sind entwickelt worden, weil es kommt etwas Neues, es ist eine Siedlungsentwicklung da. Wir werden auch neue Stadtteile wieder beleben, wie Schalmoos. Auch da braucht man dann einen guten öffentlichen Verkehr. Das heißt, hinsetzen, planen, umsetzen, aber das nicht erst in 5 Jahren, sondern schnell machen. Das ist unser ganz wichtiges Anliegen. Die Stadt hat vielleicht nur kurz halten, und dann können wir noch eine zweite Frage machen. Ich würde dann vielleicht als kleiner Vorschlag eine Frage direkt an eine Person richten, weil sonst habt ihr ja nicht die Möglichkeit, dass ihr uns noch Fragen stellt. Nur ganz kurz, wir haben 2017 51 Millionen Euro Cash gemacht als Stadt, und ich glaube, da dürfen wir ruhig ein bisschen was investieren drin. Gibt es noch irgendwelche Fragen sonst? Also es ist jetzt von den meisten von Ihnen immer gefordert worden, dass die Jugend mehr mitbestimmen darf in der Politik. Sie wollen irgendwelche Jugendgremien, Jugendlandtage, also beziehungsweise, Sie wissen, was ich meine, einführen. Aber mittlerweile kann sich jeder von uns die Bürgerkarte, die Online-Signatur beschaffen. Warum machen wir das Ganze nicht online? Warum machen wir nicht Online-Abstimmungen für Jugendliche? Warum lassen wir nicht uns Jugendliche online abstimmen, was in der Stadt verändert werden soll? Soll das neue Tor gesperrt werden und soll der Platz für uns hergerichtet werden? Oder sind wir sogar dagegen, weil dann irgendein Bus nicht mehr durchfahren kann? Sind wir dafür, dass am Quai irgendwas verändert wird? Sind wir dafür, dass bei der Salzach WLAN installiert wird? Ich glaube, wir sind alle dafür. Aber warum können wir das Ganze nicht einfach online machen? Ich meine, wir Jugendlichen sind täglich mindestens 1 Stunde im Internet unterwegs. Warum müssen wir immer irgendwo hinfahren, so wie heute? Wir haben alle ein Handy, haben alle einen Internetzugang. Warum machen wir das Ganze nicht online? Danke. Wir nehmen gleich noch 2. Wir nehmen gleich eine 2. Frage dazu, dann geht es ein bisschen schneller. Hatten wir eine Frage? Rüber. Weitergeben. Also, und ich habe eine Frage. Also, ich habe in Salzburg schon gewohnt, in Itzling, in Liefering und in Weiß, und ich fahre jeden Tag mit dem Bus, und mich stört das Busfahren nicht. Ich fahre gern mit dem O-Bus, es ist für mich kein Problem. Ich bin mit dem Auto nicht schneller, sogar langsamer, auch wenn ich mit dem Moped fahre. Ich habe halt die Wartezeiten nicht. Und mein Hauptproblem ist eigentlich, in der Früh stehe ich nie im Stau oder so, das ist jetzt nicht das Problem, aber wenn ich heimfahre am Freitag um 4:45, freut es mich meistens eh schon immer dann mit dem Bus fahren, und ich stehe halt dann im Stau, und es ist jetzt natürlich das Problem, der Flughafen ist auf der Strecke und es stehen dann, weiß ich nicht, 10 Leute mit einem Koffer da drinnen, und ich stehe dann natürlich auch noch, ist auch kein Problem, aber der Bus ist einfach voll, und ich verstehe dann nicht, warum dann nur ein Bus ausfällt, anstatt dass ich weiß, wenn ich die Stoßzeiten habe, dass ich noch einen nachschicke. Also eventuell, dass man bei Stoßzeiten vielleicht darüber denkt, dass einfach mehr Leute mit dem Bus fahren
Und die Busse in Salzburg sind super, ich komme vom Land, da bin ich froh, wenn ein Bus innerhalb von einem Tag überhaupt einmal fährt. Und da freut man sich, wenn in einer halben Stunde ein Bus kommt, deswegen ist das jetzt nicht so arg. Aber es wäre halt cool, wenn man da vielleicht auch ein bisschen an das denkt, dass ich vielleicht dann nachschicke. Und es ist jetzt auch in Salzburg nicht das Problem, dass die Busse irgendwie grausig sind. Ich bin noch nie in irgendeinen abgeranzten Bus gefahren. Es hat bis jetzt immer passt. Und ich brauche auch keine Steckdosen in einem Bus, weil mein Handy kann ich daheim aufladen und wenn es leer ist, habe ich ein Pech gehabt. Danke. Wir nehmen gleich noch da drüben eine Frage dazu, noch schnell, was war da aufgezeigt. Ja, jetzt unabhängig eine Frage vom, zum Verkehr. Sie, Julia, Entschuldigung, Schmitzberger, eine Frage spezifisch an Sie, weil Sie ja schon mit kleinen Anmerkungen so das gesagt haben. Wieso finden Sie die Stadt Salzburg denn nicht sicher? Noch eine Frage dazu. Vielleicht eine Person direkt, dann geht es ein bisschen schneller und dann geht es noch raus. So, okay. Wir haben jetzt noch 7-8 Minuten und dann müssen wir leider fertig sein. Also wenn, wie der Herr Dankl gesagt hat, das stimmt, dass mit den 50 Millionen Überschuss jährlich so ist und man nur 20 Millionen für Gratis-Öffis benötigt, warum kann man einfach nicht den Rest des Geldes für bessere Öffis benutzen, wenn die angeblich so schlecht sind? Also man kann die doch für ein paar Jahre das Budget einfach sparen und dann die Busse halt besser machen. Sollen wir mal kurz beantworten, also jetzt an die Julia. Also wieso ist jetzt Salzburg so unsicher? Und generell kann man vielleicht das Geld, was überbleibt bei den 50 Millionen, nicht für bessere Öffis verwenden? Also ich gehe jetzt kurz der Reihenfolge noch durch. Das war diese Geschichte mit der App. Das gibt es in abgewandelter Form von der Stadtschau, dass man quasi seine Beschwerden und Anliegen online deponieren kann. Aber du hast recht, das ist nur zu wenig kommuniziert und zu umständlich. Also das ist auf alle Fälle ein Verbesserungspotenzial. Und ich glaube, da passt es auch von der, ich habe den Namen leider vergessen, gut dazu mit den Bussen. Ich habe das selber als Schülerin speziell erlebt zu den Schlagzeiten. Da musste ich echt in einen Bus reinquetschen und das reicht dann, dass man das echt per App auch bekannt geben der kann, dass zu eben dieser und jenen Zeit bei der und der Linie auf dieser und jener Haltestelle ein zweiter Bus sinnvoll wäre. Genauso eben dann auch deine Frage vorher noch, dass man dann auch solche Sachen wie, dass der Vierer nicht kommt oder dass der Takt nicht passt, auch anmerken kann. Die Frage vom Kollegen hinten, warum man das Budget nicht dann einfach dafür verwendet, das ist halt immer eine Frage, wie die Kräfte im Gemeinderat verteilt sind und wie da jede Partei ihre Prioritäten setzt. Aber ist auf alle Fälle eine Anregung, die wir uns, glaube ich, alle heute mitnehmen werden. Und zu deiner Frage, warum ich mich da an dem besagten Mittwoch konkret nicht sicher gefühlt habe, weil das, also die eine Situation, die ich da angesprochen habe, wie ich über diesen Bahnhofsvorplatz gegangen bin, als junge Frau allein, ich bin jetzt, glaube ich, echt nicht ängstlich, aber wenn man da drüber geht, wie auf einem Laufsteg und das ist wie bei der Fleischbeschau, dann wird es einfach mulmig. Und ich glaube, dass man gerade, wenn wir uns anhören, wie gestern in Hallein am helllichten Tag da eine Messerstecherei vonstatten gegangen ist, dann tue ich mir echt oft schwer. Also wenn man auch am Rudolfskee schaut, also ganz so sicher ist das alles auch nicht. Also jeder, der schon mal allein vom Furtgehen heimgehen hat müssen, wurscht ob Bursch oder Mädel, also gerade in meinem Freundeskreis, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spezifikum ist, aber die Freunde lassen ihre Mädels speziell nicht mehr allein heimgehen. Und ich glaube, dass das auch oft nur... Es kann auch sein, dass das auch ganz was Subjektives ist, aber ich glaube, gerade Sicherheitsgefühl darf man nicht weglachen, darf man nicht wegreden und es braucht sich keiner irgendwie dafür genieren, wenn er sich nicht sicher fühlt oder wenn er mulmig ist in irgendeiner Situation, wurscht ob Tag, Nacht, nachvollziehbar oder nicht. Aber ich glaube, dass man als Stadt schon die Aufgabe hat, da Möglichkeiten zu schaffen, wie zum Beispiel das Heimwegtelefon, das in Graz sehr gut funktioniert, wo man dort einfach anrufen kann
und dann mehr oder weniger telefonisch mit nach Hause begleitet wird und das ein gewisses Sicherheitsgefühl vermittelt, genauso wie das Frauentaxi, wo Frauen fahren und wo man nicht dann allein bei irgendeinem Taxifahrer einsteigen muss. Da gibt es unzählige solche Angebote, die man ganz leicht umsetzen könnte. Und ich glaube, damit wäre vielen geholfen. Ja. Also jetzt darf ich auch Frau etwas dazu sagen. Also Salzburg ist eine sichere Stadt. So, erstens. Zweitens. Wir Frauen kennen Situationen und da ist es ganz egal, ob das jetzt ein Mensch ist mit migrantischem Hintergrund oder ein eingeborener Österreicher, wo Sexismus da ist, wo so ein bisschen ungut ist, wo vielleicht Angsträume da sind. Das kennen wir und da gilt es hinzuschauen. Und das möchte ich nicht diskutieren im Zusammenhang mit Ausländern, was die FPÖ immer macht, sondern das diskutieren wir... Also ich finde es jetzt gerade ein bisschen schwierig, wenn mir da jetzt mehr oder minder vorgeworfen wird, ich würde da jetzt Ausländern prinzipiell Kriminalität unterstellen oder mein Unsicherheitsgefühl oder das Unsicherheitsgefühl das von ist vielen. Das ist der Subtext bei euch. Das ist der Subtext. Nein, also der ich glaub, immer subkutant. Das ist das, was ihr hineininterpretiert. Ich habe mit keinem Wort gesagt, dass ich... Ich kenne die Diskussionen schon seit Jahren und es werden alle Probleme dieser Welt in Verbindung gebracht mit den Ausländern. Ja, das machst du jetzt grad, Martina. Der Stau am Walserberg. Na, also ganz... Die Schulergebnisse der Kinder, die Armut, alles. So, also das ist das erste Thema. Wir haben jetzt bald den Internationalen Frauentag und da ist es wichtig, dass Männer und Frauen gut zusammenleben und zwar gewaltfrei. Da treffen wir uns und um das müssen wir uns einsetzen. Zum Thema Internet. Zum Thema Internet. Auch die Erwachsenen hängen irrsinnig viel im Netz. Die Stadt kann schon viel. Die hat einen offenen Haushalt, wo alles sozusagen da ist. Ich glaube, da kann man ansetzen. Und zu den Bussen, da sage ich nur, Busspuren und eine bessere Frequenz. Liebe Martina, ich finde es jetzt gerade echt, ich möchte nicht sagen schäbig, weil das wäre nicht charmant, aber ich finde es gerade extrem unfair von dir, dass du mir Worte in den Mund legst oder versuchst zu legen, die ich in keiner Weise auch nur ansatzweise gesagt habe. Und ich finde es sehr, sehr bedenklich, wenn gerade du als Frau da nicht nur mir in Abrede stellst, dass ich mich unsicher fühle und auch unsicher fühlen darf in gewissen Situationen und es da auch Hilfe braucht und da auch Angebote der Stadt braucht, sondern ich finde es extrem unfair, dass du auch eben anderen in Abrede, ich kann damit umgehen, glaube ich, aber ich finde es unfair, Gut. Wenn du anderen Frauen in Abrede stellst, dass sie sich unsicher fühlen. Also zum Ende ist nochmal richtig Schwung reinkommen, finde ich ja cool. Salzburg ist nicht Chicago, ja, also das einmal an die Adresse der FPÖ. Salzburg ist nicht Chicago, Salzburg ist eine sichere Stadt, wo man sich sicher fühlen kann. Punkt 1. Punkt 2, ich finde es cool, dass du nur 1 Stunde online bist, weil ich bin schon fast 2 Stunden online und meine Kinder nur viel mehr. Aber du hast vollkommen recht, ich glaube, dass man da genau diesen, ihr werdet alle mit dem groß, insofern sollte man das auch nutzen. Und zum Budget möchte ich schon eins ganz kurz sagen. Also erstens ist es nicht wahr, dass die Stadt jedes Jahr 50 Millionen Euro verdient, das wäre schön. Und wir müssen das Geld ja für vieles einsetzen. Und wir haben gerade in dieser Funktionsperiode ein Bildungsbauprogramm beschlossen, wo wir in unsere Kindergärten und Pflichtschulen in den nächsten 13 Jahren pro Jahr 15 Millionen Euro investieren wollen, damit wieder ordentliche Räume da sind. Das heißt, man muss immer schauen, wo setze ich die Prioritäten, was bleibt über und dass man ja nicht zu viel Schulden macht, ja, und dass man das Geld sinnvoll einsetzt. Und natürlich gehört es auch im öffentlichen Verkehr, aber nochmal, wenn man von heute auf morgen das gratis machen würde, dann wäre die Hälfte des gesamten Investitionshaushalt der Stadt Salzburg weg. Und zwar nur für gratis Öffis. Da kann ich gar keine ausbauen, ich kann auch keine Schulen sanieren und viele andere Dinge auch nicht. Also das ist das Austarieren. Aber Schwerpunkte kann man natürlich setzen, bin ich bei dir. Und sie günstiger zu machen, ist sicher drinnen. Das ist vielleicht das letzte Statement und dann müssen wir zum Ende kommen. Also ich finde es schön, dass wir uns auf den Weg einigen, dass es günstiger werden soll. Ich finde nach wie vor, Luxemburg zeigt, es ist möglich, sie langfristiger gratis zu machen. Ich wäre sofort für Online-Abstimmungen und Beteiligungen, alles was hilft. Und ich finde es so spannend, dass jetzt
wo die Bundesregierung mit Beteiligung der FPÖ bei Frauenschutzprogrammen kürzt, wo die FPÖ gegen Frauenhäuser agitiert, die Frauen, die von Gewalt betroffen sind, helfen soll, wo die FPÖ bei Frauenorganisationen, die sich für feministische Politik einsetzen, kürzt, dass man davon nichts hört, wundert mich nicht, aber ich glaube, zeigt, warum es auch eine starke kritische Opposition braucht, gerade jetzt und gerade in Österreich. Ich würd gerne wieder auf die Diskussion zurückgehen, und zwar habt ihr Fragen gestellt und die würde ich gerne wieder beantworten. Und ich glaube, du hast mit der Frage begonnen, so eine digitale Wahl, also Abstimmung digital. Wir haben das gemacht von der FPS, wir haben unser Wahlprogramm relativ kurzfristig geschrieben, wir haben eine Bürgerforum auf Facebook gehabt, wo wir das mal ausprobiert haben, das war bei uns ein Test. Ich bin nicht hundertprozentig davon zufrieden von der Umsetzung, das hätte ich mir ein bisschen anders erwartet. Da bin ich sehr dankbar über Ideen. Also wie gesagt, wir sind nur direkte Demokratie. Wie die Abstimmung erfolgen soll, schauen wir uns an. Aber ich finde die Idee auf jeden Fall super, dass man die digital macht. Vielen Dank dafür. Zurück zum Verkehr. Da werde ich nicht mehr recht viel dazu sagen, weil wir haben so viel Forte heute nur über den Verkehr verloren, dass ich es satt habe. Und ich glaube, das ist ja jetzt der Fall, das war die letzten 5 Jahre der Fall und die Jahre davor. Ich glaube, wir müssen als Politik jetzt mal eines machen, den Mut finden, nicht zu reden, sondern was zu tun. Und dann ist das ganze Thema abgeschlossen. Da glaube ich, habe ich die mit im Boot, da habe ich, glaube ich, das Mädel da mit irgendwo im Boot. Übrigens, bei dir war ja noch eine Anregung, und da bin ich auch bei dir, dass du gesagt hast, du brauchst da kein Handy, nichts drinnen. Brauche ich auch nicht, brauche man nicht, sondern wir brauchen einfach öffentlich, kostenlos für Leute, die es einfach nicht leisten können. Und da gibt es genug in Salzburg, liebe Leute. Das ist einfach mal so. Dazu kann ich leider nichts sagen, das gebe ich ganz offen zu. Ich kenne weder Zahlen noch Fakten dazu, dass ich da irgendwas... Wir müssen jetzt bitte zum Ende kommen, dann. Das geht jetzt leider nicht mehr aus. Dann gebe ich es weiter. Vielleicht noch zum Thema Sicherheit. Eine Seite nur zum Thema Sicherheit. Ich bin seit 20 Jahren in der Sicherheitsbranche tätig, habe 2 Unternehmen dazu. Mich würde eines interessieren. Fühlt ihr euch sicher? Und da würde ich bitten, wer sich sicher fühlt, das einfach mal die Hand hebt. Ich glaube, das beantwortet jede Frage. Danke. Sicherheit geht zu Lasten der Freiheit. Ich wollte nur ein Wort noch sagen. Der Bernhard hat es schon beschrieben. Das Budget klingt immer so. Jetzt hat man 51 Millionen. Es ist ja nicht so, dass dieses Geld frei verfügbar ist. Das muss man immer dazu sagen. Und ich würde jetzt auf eins appellieren jetzt am Ende, dass ihr beide euch wieder vertragt. Danke. Ich entscheide das nicht. Passt. Dann eine Frage haben wir da noch? Nein, keine Frage. Okay, vielleicht, wenn es geht, am Ende direkt an die Politikerinnen oder Politiker noch stellen. Auch jeder Spaß hat einmal ein Ende und wir haben gesagt, wir machen bis 11 Uhr und dann, ihr müsst ja wieder zurück in die Schule, jetzt kriege ich gleich das Buch. Na, ja, ich hätte es vielleicht vorher sagen sollen, dann waren euch nur viel mehr Fragen eingefallen. Nein, ich glaube, also ich hätte wie zu Beginn habe ich die organisatorischen Dinge. Das erste organisatorische ist, es ist da ein Kollege, der Herr Chepp von der Kronenzeitung, der Fotograf da, und der würde... Wenn ihr wollt, einen Jungwähler, eine Jungwählerin suchen, die relativ zeitnah zum 10. März oder am 10. März Geburtstag hat. Wenn jemand praktisch jetzt Geburtstag am oder knapp vor dem 10. März hat und auch in der Kronenzeitung sein möchte, würden wir euch bitten, dass ihr zu diesen netten Herren mit der großen Kamera da rechts von mir kommt, dass wir dann dieses Foto machen können. Das ist was Organisatorisches. Und das Zweite, ich glaube, zum Schluss muss man immer Danke sagen und vor allem Danke, weil Sie haben heute zum ersten Mal so eine Veranstaltung erstens organisiert, zweitens auch moderiert. Und Sie haben für uns diese tolle Kampagne Tu nicht zu, dann geh wählen entwickelt, und dafür möchte ich mich oder wir praktisch jetzt von der Stadtverwaltung sehr herzlich bei euch bedanken. Das habe ich nur kurz sagen müssen, jetzt dürft ihr den Abschluss machen. Wir möchten uns auch herzlich bedanken bei der Stadt für die tolle Kooperation und dass sie uns auch finanziell und eben mit der Tribüne Lehn unterstützt. Vor allem bei euch Kandidaten und Kandidatinnen, dass ihr so tatkräftig dabei wart und euch so fest testen habt lassen bei unseren Quizzes, und vor allem auch bei euch, dass ihr euch Zeit genommen habt und dass ihr Fragen gestellt habt
und dass ihr heute daherkommen seid und euch für das Thema Wählen interessiert. Danke.